herzlich willkommen. Zweiter Vortrag dieses Semester. Und es passt auch gut. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Feedback vom ersten Vortrag bekommen. Das, was ich gehört habe, war sehr positiv. Der Herr Werner war ein sehr interessanter Vortrag auch. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht. Heute mit dem Herrn Bormann da von Edeka. Ich habe sonst nie einen Zettel dabei, aber ich muss es mal aufschreiben, nicht, dass ich was falsch mache. Edeka Nordbayern, Sachsen, Thüringen. Ja, also thematisch passt das durchaus zu dem. Ja, also ist nicht dasselbe, aber auch nicht ganz so weit weg, ja, im Einzelhandel. Interessantes Unternehmen, ich meine, Sie kennen alle Edeka, der größte deutsche Einzelhandelsgruppe, ja, mit 450.000 Mitarbeitern, 6 Milliarden Umsatz, also sehr stattlich. Und Edeka hat aber eine relativ komplexe Organisationsstruktur, eine genossenschaftliche Struktur. Aber man kann das viel besser erklären als ich, habe es auch noch nicht ganz so gut verstanden. Ja, diejenigen, wer hat die Porträts geschrieben? Und? War nicht so einfach, oder? Nicht so einfach zu verstehen. Ja. Sehr dezentral, hat so ganz bestimmte Eigenschaften. Das ist auch ein Thema, das immer wieder kommt, das Sie auch bei dem Herrn Werner schon mal gehört haben. Also diese ganze Frage, dezentral, sehr stark lokales Unternehmertum. Ja, also der Herr Kormann wird es sicherlich darstellen. Das ist bei Edeka definitiv der Fall. Ich glaube, da sage ich nichts Falsches. Ja, versus doch sehr stark zentralisiert. Ja, was wahrscheinlich bei Aldi und Lidl und so weiter viel mehr der Fall ist. Ja, also ganz interessante auch unternehmerische Fragestellung. Ja, also wie ist so ein Unternehmen organisiert? Sie haben das ja auch bei DM gehört. Die haben auch eine sehr spezielle Organisationsform, die auch nicht typisch ist. Ja, und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall, oder ich bin mir sicher, da werden wir was Interessantes hören. Jetzt ist es so, dass Edeka in 7 Regionalgesellschaften aufgeteilt ist. Sie korrigieren mich sofort, wenn ich was Falsches sage. Ja, das mache ich dann später. Das können wir später machen. Ja, und wie gesagt, sehr dezentral organisiert. Und der Kormann ist der Vorstandssprecher von, wie gesagt, Edeka Nordbayern, Sachsen, Thüringen. Dazu gehören insgesamt ca. 900 Filialen, 50.000 Mitarbeiter, 4,8 Milliarden Umsatz. Also tatsächlich quasi ein Unternehmen im Unternehmen, wenn man so möchte. Ja, und ich denke, das wird extrem spannend. Wir hatten ja letztes Mal auch schon so ein bisschen die Diskussion mit, wie entwickelt sich dieser Markt, was ist in Zukunft mit Online-Shopping, Online-Grocery und so weiter. Auch dazu, wir hatten schon eine ganz interessante Diskussion jetzt im Vorfeld, glaube ich, gibt es einiges zu sagen. Ja, und da freue ich mich, dass Sie da sind, das ist bestimmt spannend. Er sitzt tatsächlich hier ganz in der Nähe in Rottendorf. Ja, genau. Es hört sich auch so an, als wären Sie auch nicht so weit weg, ja, beheimatet. Der Kormann ist noch jung, geboren 1983. Ich wusste jetzt nicht, ob Sie 38 oder 39 sind, wollen Sie aber auch nicht sagen. Und ich werde dieses Jahr 50, das ist ganz schrecklich. Ja, von der Ausbildung her Diplom-Betriebswirt an der Berufsakademie Bad Mergentheim und das war ein duales Studium, ja, also bei Aldi auch. Ja, also Herr Kormann war vorher bei Aldi, hat dort auch seine Ausbildung absolviert und ist seit 2010 in verschiedenen Funktionen bei Edeka und seit 2020 Hauptgeschäftsführer, wie gesagt, von Edeka Nordbayern, Sachsen, Thüringen. Super, dass Sie da sind. Ich freue mich. Ja, und ich freue mich auf Ihren Vortrag und die Diskussion, die wir danach haben. Gut, sehr schön. Vielen Dank. Freue ich mich auch. Ja, ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier sind. Es ist ja doch ein warmer Abend, da ist so ein Biergartenbesuch vielleicht auch eine Alternative. Insofern schön, dass Sie da sind. Das empfinde ich jetzt erstmal als Wertschätzung. Ich persönlich habe das gerne zum Anlass genommen, heute hier zu sein, weil die Edeka Nordbayern, Sachsen, Thüringen, solche Begriffe entstehen durch Fusionen, kann ich später auch was zu erzählen, ist vor genau 110 Jahren in Würzburg gegründet worden. Die Keimzelle war hier die EG oder Edeka Würzburg EG und insofern würde ich Ihnen ganz gerne berichten, was seitdem passiert ist und was vielleicht auch so die aktuellen Herausforderungen sind. Ich versuche mal, dem Motto praxistreu zu bleiben und Ihnen ein paar Hintergrundinformationen zu geben. Erstens zum genossenschaftlichen Edeka-Verbund als solches und dem genossenschaftlichen Modell, was da dahinter steckt und was da so die Stärken und Schwächen sind, aber eben auch die Herausforderungen für uns im Management.
und dann top aktuell, ich habe es jetzt mal von der Erfolgswelle zum perfekten Sturm genannt, weil so fühlt es sich für uns auch tatsächlich im Moment an, wenn Sie sehen, was bei uns in den Einstandspreisen, in der Beschaffungssituation, in Ladenverkaufspreisen passiert, dann ist es definitiv der perfekte Sturm. Und dann freue ich mich auf einen direkten Austausch mit Ihnen. Ich glaube, das wird hier so gelebt. Sie haben ja schon fast alles erwähnt, also hier ist das Geheimnis noch, im November habe ich Geburtstag, also insofern 38 Jahre alt, bin verheiratet, habe drei Kinder, wohne tatsächlich hier in der Nähe, im Landkreis Kitzingen, im kleinen Dorf zwischen Main und Wein sozusagen, bin seit 2020 Sprecher des Vorstands der Edeka Rottbein Sachsen-Thüringen, seit 2017 war ich Vorstandsmitglied der Edeka Rottbein Sachsen-Thüringen und in meiner Sprecherfunktion bin ich auch Mitglied des Verwaltungsrats der Edeka Zentrale. Sie haben es schon erwähnt, ich fühle mich als Vollbluthändler, bin seit 2003 im LEH tätig und auch in verschiedensten Funktionen, also jetzt auch in meiner Vorstandstätigkeit, habe ich verschiedenste Ressorts begleitet, vom Immobilienbereich über Vertrieb, Einkauf, also eigentlich so eine relativ breite Palette, aber so muss es ja auch sein, als Führungskraft muss man ja auch mehr als nur ein Gebiet beherrschen und am Ende des Tages mit guten operativen Führungskräften dann jeden Bereich führen können. Hierüber haben Sie auch schon berichtet, 4,8 Milliarden Euro Einzelhandelsumsatz haben wir im letzten Jahr erzielen können mit unseren selbstständigen Kaufleuten zusammen. Also hier sehen Sie so die Landkarte von Edeka in Deutschland und sowas entsteht, wie gesagt, durch Fusionen. Was dahinter steckt, erzähle ich Ihnen gerne auch noch. Rund 50.000 Mitarbeiter inklusive bei den Kaufleuten, 875 Lebensmittelmärkte circa. Und wir sind auch über das ganze Gebiet von, ich sag mal, Feuchtwangen bis Görlitz verteilt, auch mit Logistikzentren, Verwaltungsstandorten. Und der Sitz unserer Genossenschaft ist tatsächlich in Rottendorf. Und wir haben verschiedene Verwaltungsstandorte in Rottendorf und Würzburg, aber eher kleinere Einheiten, insgesamt 900 Mitarbeiter in der Verwaltung hier. Nur mal für Sie zum Überblick. Die Geschäftsfelder, die wir begleiten, weil Edeka ist tatsächlich schwer zu verstehen. Wir als Genossenschaft sind quasi die Vorstufe der selbstständigen Kaufleute, die die Märkte betreiben. Und wir haben mehrere Geschäftsfelder. Das eine ist der klassische Großhandel. Wir versorgen die Märkte mit Ware, das heißt Logistik, Einkauf etc. Wir sind aber auch, ich denke mal, eines der größten Immobilienunternehmen hier im fränkischen Raum. Wir haben einen relativ stattlichen Buchwert an Immobilien, weil uns gehören die Einzelhandelsmärkte, die wir dann an die selbstständigen Kaufleute vermieten. Wir machen auch die Expansion und die Filialentwicklung. Wir haben zwei Fleischwerke oder Wurstwarenproduktionsbetriebe eigentlich. Ergänzende Sortimente werden dann auch noch hergestellt. Das steckt hinter dem Wort Produktion. Und dann betreiben wir natürlich auch Einzelhandelsmärkte in Eigenregie und haben noch einen weiteren Ast, den Foodservice, wo wir Gastronomie und Großverbraucher beliefern. Die Genossenschaft ist quasi die Keimzelle. Wir haben eine operative Gesellschaft, die Stiftung und Co. KG, die hält dann die ganzen Tochterunternehmen, die für die verschiedenen Sparten zuständig sind. Das sind insgesamt 35 Stück im Moment, aber es schwankt natürlich. Und die EG ist die Inhaberin der ganzen Immobilien. Aber jetzt schauen wir uns mal dieses Thema des genossenschaftlichen Modells an. Hier ist es noch ein bisschen positiv formuliert, was ist am Edeka-Verbund anders? Man kann auch sagen, das genossenschaftliche Modell hat Stärken und Schwächen. Die würde ich Ihnen ganz gerne rüberbringen und was das auch für mich zum Beispiel persönlich im Führungsalltag bedeutet. Ich versuche ja mal mit der PowerPoint mitzuhalten. Die springt manchmal weiter oder vielleicht drücke ich ja was falsch, aber kriegen wir hin. Edeka hatte nicht den einen Gründer. Sie hatten jetzt einen Gründer oder beziehungsweise die zweite Generation ja vor kurzem hier. Edeka hatte 30.000, 40.000 Gründer, wenn man so möchte. Es ging Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts los, wo sehr viele 10.000 Kolonialwarenhändler herausfinden mussten, dass die Struktur, in der sie jetzt arbeiten, so nicht trägt, dass sie sich zusammenführen müssen. Das ist auch die Abkürzung Edeka, steht für Einkaufsgenossenschaft. Der Kolonialwarenhändler, das ist auch so eine beliebte Quizfrage in der Regel, bei Wer wird Millionär war das mal relativ weit oben, glaube ich. Und Sie sehen hier so ein typisches Bild, das waren so richtige Krämerläden, wie sie zu Zehntausenden in Deutschland damals existierten. Hier das Foto, das ist die Originalmitgliederliste der Genossen der EG Würzburg. Die haben wir bei uns im Archiv vor kurzem gefunden. Die ist tatsächlich noch handschriftlich und reicht bis ins Jahr eben 1912 zurück. Der LEH hatte damals ein völlig anderes Gesicht. Sie sehen das hier, die Läden waren teilweise im Wohnhaus, 30 Quadratmeter,
Ein Trend, der jetzt wieder kommt, unverpackt, war damals eigentlich die Praxis überall. Wir hatten vieles in Bedienung, oftmals waren es Familienbetriebe. Und die ersten Edeka-Genossenschaften haben tatsächlich hier mit einem Fuhrwerk ausgeliefert. Also Sie sehen, das war noch eine ganz andere Welt. Dann ist natürlich einiges passiert im LEH, will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber Selbstbedienung kam dann in den 50er Jahren. Die Scannerkassen waren irgendwann eine wesentliche Innovation, aber da sehen Sie auch, da waren relativ viele Jahre dazwischen, heutzutage geht es schneller. Das Discount-Prinzip kam auf, also so hat sich der LEH im Laufe der Zeit gewandelt. Und so musste sich auch Edeka wandeln. Sie sehen hier, und das finde ich ganz spannend, und so kommt auch so ein Name zustande wie Nordbayern, Sachsen, Thüringen. Es gab in der Spitze 1923 578 regionale Genossenschaften. Die waren immer nur so um den Kirchturm, da gab es eine EG Würzburg, dann gab es irgendwo in Tauberfranken, also gab es überall über 500 Stück. Fast so ein bisschen wie das System der Volks- und Raiffeisenbanken vielleicht im Moment oder Sparkassen auch, gibt es ja auch noch ganz viele mit einem gewissen Fusionsdruck. Aber über den Lauf der Zeit gab es natürlich einen immensen Konsolidierungsdruck im Edeka-Verbund, weil Sie sehen, so wie damals Märkte betrieben wurden, wie das Geschäft organisiert wurde, das hat ja irgendwann nicht mehr getragen. Spätestens seit dem Siegeszug des Discount-Formats war es auch einfach notwendig, dass sich Edeka verändert. Und Sie sehen jetzt im Jahr 2022 haben wir noch 7 regionale Genossenschaften, deswegen würden wir jetzt nicht von Regionalgesellschaften sprechen, das ist mehr so im Discount, sondern wir sind eine völlig eigenständige, wirtschaftlich und rechtlich eigenständige Unternehmensgruppen. Ja, und so musste sich Edeka verändern und so kamen eben auch verschiedene Fusionen zustande, dass es hier noch so einen Zipfel in Bayern gibt, der Edeka Südbayern heißt, die aber auch viel Umsatz machen in München und wir dann eben eher so nach der Wiedervereinigung die Ostexpansion Richtung Sachsen unternommen hatten. Und am Ende des Tages muss man sagen, das Edeka-Prinzip war sehr erfolgreich. Durch die mehr als 130 Jahre hat sich Edeka zum Marktführer entwickelt, im doch sehr wettbewerbsintensiven deutschen LEH-Markt. Manch einer sagt, das ist der wettbewerbsintensivste der Welt. Wir würden es natürlich immer so sagen. Ob es am Ende so ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir einen sehr, sehr harten Wettbewerb, spätestens seitdem die Discounter ihren Siegeszug angetreten haben. Und meine These ist es, dass eben auch genau dieses genossenschaftliche Modell mit seinen Stärken eine gewisse Kraft entfaltet, die dazu geführt hat, dass Edeka Marktführer in Deutschland ist. Sie sehen es hier mit knapp 30%, wobei davon ca. 22% auf die Edeka-Formate ausfallen und ca. 8% auf Netto-Markendiscount als 100%ige Tochter. Ja, Edeka als Unternehmerunternehmen, so nennen wir uns auch intern, das ist das, was Sie auch angedeutet hatten, besteht im Wesentlichen aus drei Säulen, die alle eigenständig sind, aber am Ende des Tages den Verbund bilden. Sie haben Edeka-Kaufleute vor Ort, die Märkte betreiben, die auch eigenständige Unternehmer sind, aber bitte keine Franchise-Nehmer, sagen Sie das nie zu einem Edeka-Kaufmann, der würde das als eine Beleidigung empfinden, wesentlich größere Freiheiten. Wir haben dann die regionalen Genossenschaften, die Edeka-Regionen, die im Prinzip das operative Business als Vorstufe machen, das heißt den Großhandel, die Logistikzentren, die Immobilien, ich hatte es Ihnen vorhin ja schon erwähnt, und noch verschiedene Dinge mehr. Und dann gibt es noch die Edeka-Zentrale, die natürlich die strategische Klammer bildet, gewisse Funktionen sind an die Edeka-Zentrale delegiert, wie nationaler, internationaler Einkauf in Teilbereichen, die nationale Markenführung, gewisse Beteiligungen, zum Beispiel ein Netto-Marken-Discount oder Picknick. Sie sehen hier Eddy, das ist ein relativ großes Tochterunternehmen der Edeka-Zentrale, das sich um das Thema IT dreht. Also das ist so die Rolle der Edeka-Zentrale. Aber im Kern stehen die 7 regionalen Genossenschaften, die quasi die Anteilseigner der Edeka-Zentrale sind. Und wir als Genossenschaften gehören unseren Genossenschaftsmitgliedern, was auch dazu führt, dass durchaus mal ein selbstständiger Kaufmann am Samstagabend bei mir anruft und sagt, ey, ich bin doch dein Chef, ich bin dein Eigentümer, ich habe 3 Genossenschaftsanteile und kümmere dich mal drum. Also sowas passiert auch, aber das ist auch ganz gut, wir haben da immer einen sehr engen und direkten Draht. Und genau dieses System ist aber auch natürlich langsamer, erzähle ich später noch was dazu, aber ist auch ein ganz gutes System der Checks and Balances, wenn man so möchte, weil es gibt hier eben keinen zentralen Entscheider, der in irgendeinem Elfenbeinturm irgendwas ganz allein entscheidet, auf den Knopf drückt und in 10.000 Märkten ist es ausgerollt und stellt am Ende fest, es war ein Fehler, sondern durch diese Struktur haben wir natürlich immer ein Stück weit eine gegenseitige Kontrolle, aber auch ein bisschen auch manchmal auch Befruchtung und Inspiration.
das leitet mich zu unserem Selbstverständnis. Das ist jetzt gerne. Ja. Wenn ihr jetzt weniger aufmachen wollt, ja, und die entsprechende Qualifikation ändert, also wie viel Kapital ich dann brauche, wie würde das denn funktionieren? Was würde ich denn da machen? Was würden Sie machen? Wie würden wir miteinander abbrechen? Was heißt das, wäre ich da auch Genossenschaftler? Ja. Also, und wenn Sie das mal vielleicht. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also es gibt gewisse Voraussetzungen, um Genossenschaftsmitglied werden zu dürfen und Edeka-Kaufmann, die spare ich uns jetzt. Aber die Geschäftsbeziehung ist am Ende des Tages so, wie wir zwischen zwei Unternehmen, wir am Ende des Tages bieten über unser Zentrallagersortiment Ihnen die Artikel an, die kaufen Sie von uns als Großhandel, haben Ihre eigene Kalkulation, Ihre eigene Spanne, legen Ihre Ladenverkaufspreise fest, verkaufen diese Artikel dann wieder. Sie sind in der Regel Mieter von uns, weil uns gehört der Edeka-Markt. Dann gibt es eine Vereinbarung zur Nutzung der Marke zum Beispiel und solche Dinge. Aber am Ende des Tages sind Sie dann derjenige, der die Mitarbeiter anstellt vor Ort. Sie sind derjenige, der für den Kunden da ist. Sie sind derjenige, der für die lokalen Aufsichtsbehörden da ist. Sie sind derjenige, bei dem das Gesundheitsamt klingelt, wenn was ist. Also am Ende des Tages sind Sie für den operativen Betrieb der Märkte verantwortlich. Rechtlich selbstständig, mit allen Risiken, die dabei hängen, aber auch natürlich mit allen Chancen, weil am Ende des Tages ist das EBIT unserer selbstständigen Kaufleute durchaus attraktiv. Und weil Sie gesagt haben, Sie sind keine Franchise-Nehmer, das heißt, ich miete bei Ihnen und ich kaufe bei Ihnen Produkte. Ja. Also ich wäre jetzt ein EDK-Spieler, genau. Ich müsste aber keine Franchise-Gebühren zahlen, sondern es ist wirklich Miete. Naja, Sie zahlen Miete und Sie zahlen Einstandspreise auf die Produkte, die wir Ihnen verkaufen. Richtig. Ja. Und es ist so, aber da sage ich gleich was dazu, das passt dann zum Selbstverständnis, weshalb es auch kein Franchise-System ist, ja wesentlich größere Freiheiten. Und das bringt mich zum Selbstverständnis unserer Unternehmensgruppe. Das sind im Prinzip drei Leitsprüche. Das eine ist, dass wir den Anspruch an unser Tun, auch an unsere Unternehmensziele sehr konsequent aus dem Genossenschaftsprinzip ableiten. Der zweite Punkt, und das trifft diesen Franchise-Punkt, wir leben echte Subsidiarität und damit auch Vielfalt. Und das vierte ist, wir brauchen ja irgendwas, was die ganzen Individualisten zusammenhält, und das ist die Kraft unserer Marke. Also so viel dazu, und da würde ich Ihnen auch gern zwei, drei Hintergründe erzählen. Was meine ich mit diesem Thema? Wir leiten den Anspruch an unser Tun aus der Genossenschaft ab. Am Ende ist ja so eine Einkaufsgenossenschaft, das habe ich Ihnen ja versucht rüberzubringen, ein Zusammenschluss von selbstständigen Kaufleuten, die jemand anderen, also uns als Vorstufe, Dinge tun lassen, die sie alleine nicht so gut oder gar nicht alleine bewältigen können. Sagen wir Wareneinkauf. Wenn ein Kaufmann mit Coca-Cola verhandeln will, dann wird es nicht funktionieren. Insofern braucht es uns als Vorstufe. Also wir als Genossenschaft sind der Ermöglicher für die vielen Edeka-Märkte, die Sie dann auch vielleicht betreiben oder Sie alle, und übernehmen Funktionen, die Sie alleine eben nicht so gut bewältigen könnten. Deswegen sagen wir immer, bei uns gilt das Subsidiaritätsprinzip, ob man das jetzt genauso sagen kann, ist die Frage, aber im Prinzip ist das der Geist dessen, was wir vor Ort tun. Der Kaufmann ist vor Ort derjenige, der Arbeitgeber ist, der die Märkte betreibt. Wir haben diese Großhandelsfunktion, Immobilieneigentümer, habe ich Ihnen berichtet, und da gibt es eben noch am Ende des Tages die Edeka-Zentrale. Und genau diesen Geist wollen wir leben. Und eine Sache, die wir immer jedem rüberbringen, jeder Führungskraft, die bei uns eintritt, ist der Paragraph 1 unserer Genossenschaftssatzung. Hört sich erstmal sperrig an, ist aber unglaublich wichtig, weil die beantwortet viele Fragen, die auftreten können. Der Zweck unserer Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung der Mitglieder. Punkt. Da gibt es eigentlich keine Diskussion. Und unser Job ist es, selbstständige Unternehmer, mittelständische Unternehmer zu schaffen, also ihre Existenzgründung zu begleiten, geht auch mit 50 noch, gar kein Problem, oder die selbstständigen Unternehmer zu fördern und zu erhalten, wenn sie in wirtschaftliche Schieflage geraten. Das ist der Paragraph 1 unserer Satzung, und der ist am Ende des Tages das, was uns leitet und was unser Kompass ist. Jetzt ist es natürlich erstmal sperrig, was heißt das jetzt? Wir müssen es natürlich auch runterbrechen für uns als Vorstände, was heißt das jetzt für unsere Unternehmensziele? Und da ist für uns eines klar, wir haben zwei wesentliche Zielsetzungen. Das eine ist es, die Tragfähigkeit dieses Modells der selbstständigen Kaufleute auch zukunftsfähig zu halten und deren Rentabilität auszubauen, das ist unser Förderauftrag.
Unser zweites Ziel muss es natürlich sein, die Genossenschaft für die nächsten Generationen zu erhalten. Ich habe davon gesprochen, wir sind 110 Jahre alt, hier jetzt in Würzburg. Es ist natürlich wichtig, dass es im 120-jährigen Jubiläum auch noch eine leistungsfähige Genossenschaft gibt, die eine leistungsfähige zum Beispiel Logistikstruktur hat. Deswegen sind das immer die beiden Ziele, die man ausbalancieren muss, die wir auch als Vorstände ausbalancieren müssen, weil am Ende des Tages können das teilweise auch konkurrierende Ziele sein. Wir haben dann eines gemacht, und das ist in der jetzigen Zeit, wo wir den perfekten Sturm haben, das habe ich Ihnen ja schon angeteasert, ist es sehr wichtig, dass wir eine auch intern schon kommunizierte Langfriststrategie haben. Das schaut jetzt ein bisschen bunt aus hier mit diesem Weltraum und mit dieser Edeka-Mission 2032. Kann man davon halten, was man will. Aber am Ende war es für uns wichtig, dass wir, und das haben wir letztes Jahr schon gemacht, und vorletztes Jahr so ein Strategieentwicklungsprozess, an dessen Ende so eine Art Masterplan stand, den wir auch in den Gremien beschlossen haben, Vorstand und Aufsichtsrat unserer Genossenschaft, wo wir sagen, was wollen wir tun von jetzt an, 110-jähriges Jubiläum, zu dem Zeitpunkt 120-jähriges Jubiläum im Jahr 2032, und haben da verschiedene Themen bearbeitet, sehr intensiv. Und es hilft uns genau jetzt in so einer Zeit der Krise auch Kurs zu halten bei gewissen Dingen. Insofern, dieser Masterplan, gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, aber nur, dass Sie verstehen, was wir da so ungefähr getan haben. Wir haben uns eben diese Stoßrichtungen angeschaut. Einerseits Wachstum im Handelsgeschäft, die Leistungsfähigkeit der Vorstufe, habe ich ja schon als Ziel erwähnt, aber eben auch die zukünftige Tragfähigkeit der Kaufleute. In diesen drei Feldern haben wir gearbeitet und haben dann verschiedenste Rahmenbedingungen, Trends und Treiber identifiziert, haben die dann auf eine Shortlist gebracht, haben die dann am Ende in so eine Matrix eingeordnet, was wir glauben, was wichtig für uns ist, worauf wir Antworten finden müssen. Und das sind hier die Themen, die ich hier rechts, diese 11 Punkte aufgezählt habe. Das ist ein Auszug. Und genau für diese Punkte haben wir insgesamt über 100 strategische Maßnahmen schon im letzten Jahr entwickelt, identifiziert und priorisiert. Und wie gesagt, das ist eben jetzt gerade in so stürmischen Krisenzeiten sehr hilfreich, dann genau eben Kurs zu halten und diese Dinge trotzdem weiter zu verfolgen, obwohl wir Kosten senken müssen im Moment. Also so viel dazu. Erstmal zum Genossenschaftsprinzip als Anspruch an unser Tun. Der zweite Punkt, der beschreibt Ihnen jetzt so ein bisschen den Unterschied zwischen so einem Franchise-Nehmer und einem Edeka-Kaufmann. Wir leben echte Subsidiarität und echte Vielfalt und auch Lokalität. Das ist eine volle Überzeugung. Das findet vielleicht auch nicht jeder gut, aber das sind dann auch Führungskräfte, die dann vielleicht in der Edeka nicht ihren Platz finden werden. Wir schöpfen nämlich unsere Kraft und unsere Ideen bottom-up. Wir handeln ganz klar immer nach dem Motto, dass auf der nächsthöheren Ebene immer nur das getan wird und entschieden wird und bearbeitet wird, was da auch liegen muss. Alles das, was dezentral organisiert werden kann, das wird dezentral organisiert. Es geht sogar so weit, dass zum Beispiel die selbstständigen Kaufleute keine Vorgabe kriegen, welche Artikel sie führen müssen, was sie wie ins Regal zu stellen haben, welche Preise sie nehmen müssen, sondern das liegt alles in deren Entscheidungsspielraum. Wir empfehlen hier als Zentralorganisation. Und deshalb sind wir überzeugt, dass die Entscheidungs- und auch die Handlungsgewalt immer genau an der richtigen Stelle liegt. Aber es muss natürlich auch ausbalanciert werden. Und das führt am Ende des Tages, diese Freiheit, die fördert Vielfalt und führt am Ende des Tages dazu, dass wir auch immer wieder neue Ideen überall in Deutschland entwickeln können. Es ist natürlich so, ehrlich gesagt, wir haben es vorhin auch im Vorgespräch, zentralistische Organisationen, die können natürlich Skaleneffekte besser heben. Wir sind manchmal langsamer. Ich habe auch noch mal was dabei, was so die Schwächen vielleicht auch sind. Aber wir sind kreativ, weil eben an vielen Stellen durch diese Freiheit, die die einzelnen Kaufleute haben oder auch die Edeka-Regionen, auch einfach Dinge probiert werden. Und wir haben die Grundüberzeugung, dass eben auch die Kunden in Görlitz andere sind als in Freiburg, in Hamburg, München oder auch Gelsenkirchen. Und darauf wollen wir uns anpassen. Und das ist, will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber das ist ein so ein Spiegelbild, wo man sieht, wie unterschiedlich Deutschland ist. Da sehen Sie mal diese 7 Edeka, regionalen Genossenschaften, und da sehen Sie mal zum Beispiel die Bevölkerungsdichte hier bei der Edeka Rhein-Ruhr, NRW, im Vergleich zu unserem ländlichen Absatzgebiet, jetzt in Sachsen auch zum Beispiel, hier in Nordbayern-Sachsen, Thüringen. Oder Sie sehen die Kaufkraft, die deutlich unterschiedlich ist, München versus Görlitz. Oder Sie sehen auch die Wettbewerbsdichte im Lebensmitteleinzelhandel ist ganz anders. Und wenn Sie jetzt immer Strategien machen, die für ganz Deutschland überall gleich sind, dann kommen Sie halt auch an Ihre Grenzen. Weil diese Unterschiede, die haben schon eine Relevanz auf das Thema Sortiment, auf das Thema Preis,
auf das Thema Aktionspolitik, auf Serviceleistungen. Und dann müssen die Antworten meiner Kollegen der Edeka Rhein-Ruhr in NRW andere sein, wie bei uns hier im nördlichen Bayern oder auch vielleicht in Sachsen. Auch hier, das ist nur ein Beispiel, das müssen wir jetzt nicht im Detail uns anschauen, aber das ist aus unserer Kundenclusterung. Wir haben ja über die Kundenkarte, die Deutschlandkarte, ein sehr gutes Datenmaterial, über vielleicht Sie alle, wenn Sie bei uns einkaufen, würde ich hoffen. Und da sehen Sie schon einen ganz deutlichen Unterschied zwischen zum Beispiel auch Sachsen und Bayern oder auch dem ländlichen Raum und dem urbanen Raum, was jetzt Genussaffinität anbelangt, was Preisaffinität anbelangt. Und da sind wir eben auch überzeugt, dass jede Region anders ist und dass die Antworten anders sein müssen, die wir finden. Und da ist dann dieses System der selbstständigen Kaufleute sehr relevant, weil eben der Kaufmann in Görlitz vielleicht auch eine andere Antwort findet als der Kaufmann in Würzburg. Und dass das keine Theorie ist, zeigt hier diese Grafik. Das ist der Marktanteil von Netto-Marken-Discount, unserer Discount-Tochter in Deutschland. Und da sehen Sie nämlich eben genau dieses Thema, dass der Discount und diese preisaffinen Kundengruppen maßgeblich sich jetzt hier so ein bisschen im nördlichen Bayern, aber eben auch maßgeblich in den neuen Bundesländern befinden. Und das sieht man eben auch in der Praxis, in unserer Kasse findet genau das statt, was auch unsere Datenauswertungen zeigen. Und deswegen sind wir eben genau von unserem System überzeugt, dass wir sagen, wir haben zwar zentrale Intelligenz, wie hier diese marktgenauen Datenanalysen, wir haben die Edeka-Region, aber wir haben vor allem auch die Kaufleute vor Ort, die nah an den Kunden sind und die eben auch dann reagieren können und die auch ihr Sortiment anpassen können auf das, was vor Ort gefragt ist. Und deswegen bin ich völlig überzeugt von dem, was hier steht, dass diese dezentrale Struktur von Edeka mit den dezentralen Entscheidern, die auch immer nah am Kunden sind und immer nah am operativen Geschäft, dass diese unternehmerische Freiheit einerseits zur Resilienz führt, weil es eben schon so ist, dass nicht alles das, was irgendwann mal einer im Elfenbeinturm entscheidet, weil er es in irgendwelcher Fachpresse gelesen hat, auf 10.000 Märkte multipliziert ist und dann scheitert es, sondern wir haben da eben so ein gesundes System der Checks and Balances. Aber es führt auch zu Innovation, weil die selbstständigen Kaufleute probieren einfach Dinge aus. Und das ist, oder auch wir als Edeka-Regionen, da gibt es eigentlich ganz viele verschiedene Themen. Manche Kaufleute listen dann einfach Artikel ein von irgendwelchen Food-Startups, die dann ganz bekannt werden und dann am Ende des Tages überall angeboten werden. Aber auch wir als Edeka-Region zum Beispiel, wir haben in unseren großen Investitionen, die wir im Logistikbereich tätigen, haben wir auch was ausprobiert, was es so in der Edeka-Gruppe noch nicht gab. Wir haben da einen Automatisierungspartner gefunden, der die frische Sortimente automatisiert, wo wir dann die ersten vollautomatischen frische Logistikzentren, also Joghurtbecher, Obst und Gemüse, haben in Deutschland. Und das sind so Dinge, wo wir auch gesagt haben, wir probieren das jetzt mal aus. Ich hoffe, wenn es dann ausgerollt werden wird und es erfolgreich sein wird, dass auch andere Edeka-Regionen folgen. Und das sind genau diese Dinge, die diese unternehmerische Freiheit vor Ort führt eben dazu, dass wir einfach Dinge ausprobieren und Innovation haben. Natürlich scheitern wir auch oft. Kaufleute probieren Dinge aus, die nicht klappen. Edeka-Regionen probieren Dinge aus, die nicht klappen. Aber das ist am Ende des Tages auch dann die Stärke, dass unser Verbund sowas aushält. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass es natürlich Unternehmensfunktionen gibt, wo dieser dezentrale Ansatz an seine Grenzen kommt. Einkauf ist ein ganz klassisches Beispiel, wo natürlich Warenvolumen sprechen. Wenn wir jetzt auch als Edeka Nordbayern Sachsen-Thüringen mit unseren 4,8 Milliarden bei Coca-Cola anrufen und sagen, wir wollen jetzt über den Preis verhandeln, dann ist das ein ganz anderes Gespräch, als wenn es die Edeka-Zentrale macht, die für alle Edeka-Regionen bündelt, oder eben auch Everest, unser internationales Einkaufsbüro. Oder auch das Discount-Format, Netto-Marken-Discount. Wenn wir jetzt Discount-Märkte mit selbstständigen Kaufleuten führen wollten, das würde vor die Wand laufen, das würde nicht funktionieren, weil da brauchen Sie in dem Format natürlich ein hohes Maß an Standardisierung und auch eine gewisse straffe Führung, die dann so dezentral nicht geht. Also insofern würde ich sagen, das Edeka-Prinzip braucht auch Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Kaufleute, die einen anderen Mindset haben als vielleicht andere im LEH. Wir müssen vielfältige Lösungen als Stärke begreifen. Das fiel mir am Anfang auch nicht so leicht. Ich kam ja von Aldi Süd, da war alles hier, die Leitplanken waren so eng und da gab es eine Wahrheit und die hat jemand anders einem erzählt. Und dann kam ich in die Edeka-Welt und da gab es quasi gar keine Leitplanken. Man musste dann am Ende des Tages in seinem Handlungsfeld die richtigen Entscheidungen selbst treffen. Und diese Vielfalt ist zweifelsohne eine Stärke.
Es braucht auch Führungskräfte und Macher, die genau diese dezentrale und zentrale Balance auch aushalten und leben wollen. Das ist nicht immer einfach. Und man muss immer Kasse rückwärts denken. Ich habe von dem Kaufmann vorhin berichtet, es ist nicht selten, dass mich am Samstag mal jemand anruft, eine E-Mail schreibt oder wie auch immer. Das ist einfach so, wir sind auch als Vorstände nah an unseren Kaufleuten und die wiederum nah an den Kunden. Also ist dieses Kasse rückwärts denken für uns auch kein Schlagwort, sondern eigentlich eine Grundüberzeugung. Und das Schwierigste, und da sind auch schon viele Führungskräfte gescheitert, die auch von Lidl kamen zum Beispiel zu uns, bei uns zählt überzeugen statt anweisen. Das ist einfach so, einem selbstständigen Kaufmann, den können Sie nichts anweisen, den müssen Sie überzeugen. Das hat gewisse Effekte, da sage ich gleich was dazu, aber am Ende des Tages führt es trotzdem auch dazu, dass man manchmal auch schlechte Entscheidungen vielleicht dann auch eben nicht einfach multipliziert. Ich hatte ihn jetzt so versucht rüberzubringen, dass wir natürlich sehr viele Individualisten bei Edeka haben, diese dezentrale Stärke. Da braucht es natürlich trotzdem eine Klammer und die Klammer ist ein Stück weit die Kraft unserer Marke und unsere Markenkampagne, die auch Identität stiftet. Wir lieben Lebensmittel, ist glaube ich, kann man schon unbescheiden sagen, die beste Markenkampagne im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Ich denke, das haben wir gut gemacht, auch als wir die damals 2012 nochmal eine Auffrischung unterzogen haben mit dem Gelben Herz. Und eben diese Markenkampagne, die verbindet quasi die ganzen Edeka-Individualisten in den Regionen, also zum Beispiel mich, und auch in den Märkten. Und auch eine Besonderheit, die Kaufleute sind auch Teil unserer Marke. Ich habe jetzt hier mal Würzburger Kaufleute reinkopiert. Das ist die Familie Trabold, die auch schon lange in der Genossenschaft ist und Märkte betreibt. Da steht eben der Name des Kaufmanns außen am Gebäude dran, Teil der Marke. Die Kaufleute sind auch diejenigen, die vor Ort Pressearbeit machen, die vor Ort neue Ideen haben. Hier haben wir einen Kaufmann, ich glaube in Kulmbach, der war einer der Ersten, der vor 5, 6 Jahren schon so Bienenvölker auf dem Dach hatte. Da war er der Erste, war eine tolle Idee, haben wir jetzt teilweise multipliziert. Und er steht eben auch als Kaufmann Seidel für solche Themen dann auch in der lokalen Presse. Oder hier, das ist ein Kaufmann bei uns im Nürnberger Raum, der war einer der Ersten, der so Ideen hatte über dieses Thema Mach mit Mehrweg. Mehrwegabwicklung an der Bedienungstheke, das Foto ist auch schon 4, 5 Jahre alt. Also auch der war einer der Ersten, der so ein bisschen als Innovation hatte, der dann natürlich auch in der Außenwirkung für sowas steht. Und die Markenkampagne, wir lieben Lebensmittel, versucht dieses kundenzentrierte Leitbild so als Klammer zu etablieren. Wir haben das auch immer, zeigen es immer wieder intern auch, um eben auch unsere ganzen Kaufleute und jeden in der Organisation daran zu erinnern, was eben unsere Kernwerte sind, dass wir als Kunden nutzen, bessere Produkte versprechen, ein besseres Einkaufserlebnis. Wir haben es mal damals besseres Gewissen genannt. Da ging es um dieses ganze Thema verantwortungsvoller Einkauf. Das ist der Anspruch, den wir an uns alle haben. Das ist aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, diese Kernversprechen unserer Marke. Die haben wir jetzt dieses Jahr weiterentwickelt. Jetzt habe ich Ihnen von den Stärken erzählt. Jetzt kann man immer sagen, Mensch, ein genossenschaftliches Modell, alles super. Und ich habe Ihnen die ganzen Vorteile berichtet. Aber zur Ehrlichkeit gehört natürlich, so ein System bringt eine ganze Reihe an Management-Herausforderungen oder an Herausforderungen für die ganze Organisation. Wir haben verschiedene Fälle von einem Spannungsverhältnis. Diese Freiheit steht natürlich im Widerspruch zu Geschwindigkeit oder kann im Widerspruch stehen. Diese Freiheit ist natürlich auch ein Bremser für die Durchdringung von guten Ideen. Und diese dezentralen Entscheider bringen natürlich auch wirklich Arbeit mit sich zu überzeugen. Und das ist schon eine Herausforderung, kann ich ganz offen so sagen, weil wir am Ende des Tages schon manchmal gute Ideen haben und sagen als Vorstände von der Genossenschaft, Mensch, das müssen wir jetzt überall machen. Aber da müssen wir überzeugen, da müssen wir in die Akquise gehen und müssen unsere selbstständigen Kaufleute nicht anweisen, sondern von der Idee mit der Idee anzünden. Ein Beispiel, Geschwindigkeit, das sind jetzt 2 Artikel aus der Lebensmittelzeitung, das ist so die Branchenbildzeitung des Lebensmittelhandels, sage ich jetzt mal, da steht immer alles so drin. Da ist ein Artikel von 2016, da war dann die Headline, Mensch, Edeka lässt jetzt die Luna-Module fliegen. Das ist eine geschlossene Warenwirtschaft, die Edeka damals eingeführt hat in den Märkten und in den Großhandlungen. Und da waren dann so die Pläne beschrieben und jetzt hier, im Jahr 2022 heißt die Headline, 3 Edeka-Regionen sind jetzt mittlerweile fertig damit. Also eigentlich, wenn man so ganz ehrlich ist, schon so mittelgut.
Aber das zeigt halt eben genauso dieses Thema, dass in einem zentral geführten Unternehmen Geschwindigkeit schon auch vielleicht beschleunigt werden kann. Auf der anderen Seite, nachdem das jetzt ausgerollt ist, wissen wir, die Warenwirtschaft ist ausgereift, da haben die Kaufleute mitgesprochen, da hat jeder in der Praxis sich eingebracht, aber natürlich auf Kosten der Geschwindigkeit. Durchdringung, auch wieder vielleicht zum Beispiel von der Schwäche in so einem genossenschaftlichen System. Wir haben jetzt unser Markenhaus auch aufgrund der Aktualität nochmal ein weiteres Versprechen hinzugefügt zum besten Preis. Das kann ich Ihnen auch alles sagen. Sie finden keinen Markenartikel bei Lidl billiger als bei uns. Also das Versprechen gebe ich Ihnen und auch keinen Eigenmarkenartikel. Und das Versprechen haben wir jetzt hier noch eingebaut in diesem neuen Markenhaus. Und da geht es jetzt los. Das haben wir uns überlegt. Da gibt es nationale Gremien, dann gibt es nationale Sprecherrunde. Da haben wir gesagt, jetzt geht es los. Und das jetzt überall zu multiplizieren, das ist jetzt gar nicht so einfach, weil er mit seinem Edeka-Markt hat ja die Hoheit für Sortiment und Preis. Und ich verspreche jetzt in der Werbung, es gibt keinen Markenartikel billiger bei Lidl als bei uns und er macht die Preise. Also muss ich ihn ja überzeugen, dass das irgendwie eine gute Idee ist, dass wir das Thema in unser Markenhaus aufgenommen haben. Also insofern, oder auch die Distribution von Eigenmarkenartikeln, von gut- und günstigartikeln, das sind so Themen, wo wir natürlich sehr intensiv Überzeugungsarbeit leisten müssen und auch sehr viel Ressource in Überzeugung stecken müssen, um dann eine Durchdringung von gewissen Dingen zu erreichen. Und dass wir da noch Hausaufgaben haben, auch wenn man so ehrlich ist, das ist jetzt nur das Markenimage von Edeka, da sehen Sie, wir sind eigentlich echt gut bei so allem, ne? Außer bei Preisimage. Und das ist bei Jahren so gewachsen, eben auch, weil unsere selbstständigen Kaufleute teilweise ihre eigene Einzelhandelsmarge über Preiswürdigkeit gestellt haben. Auch wir im Großhandel haben das vielleicht manchmal gemacht in der Vergangenheit. Und das hat dazu geführt, dass uns da der Discount-Wettbewerb auch ein Stück weit den Rang abgelaufen ist. Da sind wir jetzt weit weg davon. Wir haben jetzt klare Preispositionierung. Es gibt keinen Markenartikel bei Lidl zum Beispiel, den es bei uns nicht zum gleichen Preis gibt. Aber jetzt dann die Endverbraucher in deren Köpfen zu überzeugen, dass dem wirklich so ist, das ist jetzt die Hausaufgabe für uns im zentralen Marketing, aber eben auch dezentral in den Märkten. Und insofern, das zeigt eben, dass bei uns alles ein Stück weit dann auch langsamer ist in so einer genossenschaftlichen Struktur. Das ist der nächste Block, was uns auch an Herausforderungen in der täglichen Praxis begleitet in so einer Struktur, ist es, dass eine dezentrale Struktur natürlich teilweise auch in einem Konflikt stehen kann, Skaleneffekte zu heben. Eine dezentrale Struktur führt auch dazu, dass wir einen immensen oder einen größeren Abstimmungsaufwand haben, als wenn drei Leute an einem Tisch alles entscheiden. Und ein wesentliches Thema für den Edeka-Verbund, für das wir Lösungen auch finden, ist, dass natürlich Edeka in seiner Entstehungsgeschichte und in seiner Struktur als Genossenschaft einen Deutschland-Fokus hat. Es gibt kein Auslandsgeschäft und da stehen wir natürlich in einem Spannungsverhältnis zu internationalen Konzernen. Sei es jetzt auf der Beschaffungsseite, also Lebensmittelindustrie, Coca-Cola gibt es überall, Edeka nur in Deutschland, oder aber auch im Wettbewerb. Die Schwarzgruppe gibt es in deutlich mehr Ländern als uns. Und das sind die Themen, auf die wir im Moment auch Antworten finden. Zu dem Thema Abstimmungsaufwand, da vielleicht nochmal kurz, das ist so ein Thema, das muss ich auch an Edeka erst kennenlernen. Wie gesagt, bei Aldi war alles so ein bisschen einfach, da gab es kleine Runden, wurden Dinge besprochen, dann gab es eine Anweisung, dann gab es eine Checkliste und dann war das Ding durch. Hier gibt es Arbeitskreise auf regionaler Ebene, hier gibt es Arbeitskreise auch mit Kaufleuten, dann haben wir natürlich unsere Aufsichtsratssitzungen mit Kaufleuten, dann haben wir nationale Gremien, auch Top-Gremien, die dann über Vertrieb, über Einkaufen, über Strategie entscheiden. Aber sie haben immer deutlich mehr Berührungspunkte und dann natürlich auch Abstimmungsaufwand als in einem zentralistisch geführten Unternehmen. Also ich glaube so, den Aufwand, den wir haben für die Deutsche Bahn, meistens fahren wir Deutsche Bahn, der ist deutlich höher, als er jetzt vielleicht bei Aldi zum Beispiel wäre. Und das ist eben auch Teil dessen, was auch meinen Alltag dann teilweise auch meinen Kalender belastet, weil wir natürlich diese ganzen Termine natürlich auch bedeuten, dass wir vielleicht bessere Entscheidungen treffen, aber auch mehr Aufwand in der Entscheidungsfindung haben. Ich komme nochmal auf das Thema zurück, Skaleneffekte und Deutschlandfokus. Und das ist schon ein Thema, was für Edeka ein zu lösendes Problem ist. Edeka ist in Deutschland Platz 1. Sie haben es ja gerade dargestellt. Wir sind klar der Marktführer im deutschen LEH. In Europa
sind wir nur auf Platz 5. Da ist zum Beispiel die Schwarzgruppe auf Platz 1, die eben mit ihrem Discount-Format Lidl in sehr vielen europäischen Ländern und auch mit Kaufland in vielen europäischen Ländern aktiv ist. Und weltweit finden Sie Edeka hier auf der Tabelle der Top 10 gar nicht. Weltweit sind wir nur auf Platz 17. Und Coca-Cola, Pepsi, Mondelez, die machen ihr Business weltweit. Und da ist natürlich, gilt es, Lösungen zu finden. Und das ist auch eine Herausforderung an uns, dass wir die Bedeutung von Edeka weiter hochhalten. Da haben wir auch Ansätze, die, glaube ich, gute Ansätze sind. Hier sehen Sie mal so ein bisschen, was im Einkaufsbereich passiert. Und Edeka als Player alleine hat natürlich zu geringe Volumina. Und über die Jahre gab es so eine Weiterentwicklung. Wir hatten erst internationales Einkaufsbüro mit anderen wesentlichen Händlern. Das haben wir jetzt immer noch mit Epic, wo wir mit dem Marktführer von der Schweiz, mit der Migros zusammen verhandeln, mit Geronimo Martins, die in Portugal und in Polen und der Biatronka-Läden betreiben, aber eben auch Picknick zum Beispiel. Und so bündeln wir Volumina und machen natürlich unsere Verhandlungsposition stärker gegenüber nach Coca-Cola, Mondelez oder wie auch immer. Und jetzt machen wir noch was, glaube ich, eine sehr strategisch wichtige Entscheidung war. Wir haben mit Everest ein länderübergreifendes Einkaufsbüro gegründet, wo wir jetzt mit Picknick, das ist unser Online-Player, zusammen verhandeln, vielleicht auch nochmal mit jemandem mehr, wo wir am Ende des Tages dann eben auf Augenhöhe internationale Einstandspreise verhandeln. Und das ist eben wichtig, dass Edeka nicht nur in Genossenschaft vor 110 Jahren denkt, sondern dass wir auch, wie hier jetzt, Epic oder auch Everest in Amsterdam, dass wir solche Einkaufsbüros gründen und unsere Schwäche auszugleichen, die ja eben in der Dezentralität liegt und trotzdem Skaleneffekte erzielen zu können und auf Augenhöhe mit Coca-Cola zum Beispiel zu verhandeln. Weiteres Spannungsverhältnis, und das führt im Alltag bei uns schon auch immer wieder zur Diskussion, ist das Spannungsverhältnis zwischen neuen Geschäftsfeldern und den Kaufleuten vor Ort. Die Kaufleute sind unsere Eigentümer, sind die Genossenschaftsmitglieder und neue Geschäftsfelder können natürlich auch eine Konkurrenz bedeuten. Historisch war das zum Beispiel so im Aufstieg des Discount-Formats. Aldi hatte einen super Lauf, Lidl einen super Lauf und Edeka kam damals unter Druck. Und es gab auch damals, das weiß ich nicht, aber das weiß ich von einem Kollegen, der schon seit 30 Jahren in einer führenden Rolle bei Edeka ist, gab es auch interne Diskussionen, machen wir denn überhaupt was im Discount-Format, ist es denn keine Konkurrenz, wenn wir jetzt einen Edeka-Discounter haben, für den Kaufmann vor Ort, muss der dann nicht was von seinem Kuchen abgeben? Und solche Diskussionen gab es und Aldi und Lidl sind davongezogen. Und Edeka hat nochmal gerade so die Kurve bekommen, hat dann Netto-Marken-Discount gekauft, hat dann Plus zugekauft, aber das sind eben genau dann diese Nachteile von so einem genossenschaftlichen, dezentralen Struktur, dass manchmal auch neue Geschäftsfelder vielleicht dann auch wieder zu spät erschlossen werden. Mittlerweile sind wir mit Netto-Marken-Discount sehr froh als Tochterunternehmen, sehr erfolgreich, ist auf Platz 3 im deutschen Discount-Segment. Aber auch da haben wir immer wieder Diskussionen, auch wir als Vorstände der Genossenschaft, von Genossenschaftsmitgliedern, die sagen, Mensch, Netto hat mir Umsatz weggenommen, das ist mein Umsatz, wo wir auch dann aber am Ende klar machen müssen, dass wir als Edeka-Verbund in Summe natürlich auch vom Betriebsergebnis im Discount-Format von Netto partizipieren und auch von deren Einkaufsvolumina. Die nächste Diskussion, die steht uns in Kürze ins Haus, wenn es um dieses Spannungsverhältnis geht. Hier sehen Sie ein Foto vom Picknick, das ist eine Beteiligung der Edeka-Zentrale. Wir als Edeka halten 25% an Picknick International. Das ist nach meiner Überzeugung der Player, der ein E-Food-Champion werden wird in Europa. Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit und der nach meiner vollen Überzeugung auch profitabel werden wird. Und auch da haben sie natürlich das Thema. Im Moment agieren die nur in Nordrhein-Westfalen in Deutschland, werden jetzt auch sukzessive in Deutschland expandieren. Und da kommt natürlich auch die Frage, Mensch, ich als Kaufmann vor Ort, als Edeka Trabold in Würzburg, ich muss da Umsätze, verliere ich an hier, an unseren E-Food-Anbieter. Aber auch da, solche Diskussionen müssen wir aushalten, weil wenn wir verpassen, dieses Segment zu besetzen und in diesem Segment profitabel zu werden, dann fehlt dem Edeka-Verbund auch ein Stück Zukunftsfähigkeit. Aber das sind solche Diskussionen, die müssen wir intern führen. Da war es für uns natürlich ein ganz gutes Argument, dass in der letzten Finanzierungsrunde die Bill & Melinda Gates Stiftung auch einen signifikanten Anteil an Picknick sich beteiligt hat, sodass wir dann auch ein Stück weit natürlich in der internen Beweisführung erklären konnten, dass die Idee
Partner von Picknick zu sein, eine gute ist. Und auch hier eigentlich ganz auch eine gute Lösung, die wir gefunden haben, die ganzen Wareneinkäufe und die Belieferung der Ware oder die Organisation der Ware für Picknick, auch über unseren 25% Anteil hinaus, läuft über Edeka, egal in welchem Land. So haben wir quasi über Picknick dann doch die deutschen Grenzen überschritten, was ja dieser Deutschlandfokus eine gewisse Schwäche von Edeka ist. Mit Picknick können wir auch international expandieren. Führt aber zu diversen Diskussionen intern. Weiteres Spannungsverhältnis ist so dieses Thema kurzfristige Verzicht versus strategische Investition. Das ist ja so ein Ding, in so einer Genossenschaft gibt es natürlich Ausschüttungen, die Kaufleute haben gute Betriebsergebnisse, aber gleichzeitig braucht es natürlich auch eine leistungsfähige Vorstufe, weil wenn Sie mit den gleichen Logistikzentren wie vor 20 Jahren das Business abwickeln wollen, dann haben Sie irgendwann ein Kostenproblem und ein Performanceproblem. Wir investieren als regionale Unternehmensgruppe jetzt im Rahmen unseres Masterplans, so bis 2028 ungefähr, fast 1 Milliarde 900 Millionen Euro in neue Logistik- und Produktionsinfrastruktur. Und das ist natürlich auch ein Thema, was dann konkurrieren kann mit vielleicht der Maximierung von kurzfristigen Ausschüttungen an die Genossenschaftsmitglieder. Also das sind solche Dinge, die wir ausbalancieren müssen in der Genossenschaft. Was ganz cool ist, nur für Sie, weil ja viele LEH als langweilig erachten, das ist mal so ein Schnitt von diesem Lager, das 350 Millionen ungefähr in Oberfranken, in Magrebitz, hat 60 Fußballfelder das Grundstück und da ist Technologie drin ohne Ende. Da kommissioniert keiner mehr eine Bananenkiste oder sowas, sondern da haben sie eigentlich wieder Automobilindustrie, Anlagenbediener und sowas und diese ganze Arbeit, Paletten zu kommissionieren, Ware zu vereinnahmen, diese ganzen Dinge, läuft vollautomatisch über Maschinen. Das ist bis zu 30 Meter hoch, also das ist echt faszinierend, wenn man das sieht. Fast wie so ein bisschen der Automobilindustrie und es sind völlig neue Art von Arbeitsplätzen. Aber für sowas braucht es auch Kohle und Investitionsmittel und über sowas ringen wir in der Genossenschaft. Aber wir haben unsere Genossenschaftsmitglieder überzeugt und die gehen den Weg mit diesen rund 900 Millionen Euro Investitionspaket. Jetzt möchte ich aber auch nicht zu defensiv klingen und nur die Schwächen der dezentralen Struktur betonen. Unterm Strich bin ich davon überzeugt, dass diese genossenschaftliche Struktur deutlich mehr Vorteile als Nachteile hat und dass die eben genau diese Kraft gegeben hat, in diesen 130 Jahren Edeka zum Marktführer zu machen und zu halten. Und ich stehe für dieses System und würde das auch immer wieder genau so machen. Im zweiten Teil möchte ich jetzt mal von dem Grundsätzlichen weggehen, eher zum Aktuellen. Und das habe ich genannt von der Erfolgswelle zum perfekten Sturm. Und ich habe es vorhin schon gesagt, genau so fühlt es sich auch an im Moment. Und genau das sind die Themen, die auch uns als Führungskräfte im Moment auch ehrlicherweise Kopfschmerzen bringen und manchmal auch viele Ideen und auch viel Arbeit fordern. Was meine ich erstmal mit Erfolgswelle? Die Erfolgswelle, mein Edeka war schon lange Zeit Marktführer, aber so richtig gut ging es für die Vollsortimentsformate los ab dem Jahr 2009. Nach der Euro-Einführung, die war wie so ein externer Schock, hat erstmal das Discount-Format, die war wie ein Katalysator fürs Discount-Format, egal ob Aldi, Lidl, Netto, haben Marktanteile gewonnen ohne Ende vom Jahr 2002 bis 2009. Dann drehte sich ein Stück weit der Konsumtrend, der Preisfokus ist sukzessive zurückgegangen, der Qualitätsfokus sukzessive hoch und der Anteil der Vollsortimentsformate, also Rewe, Edeka, am Gesamtkuchen ist immer größer geworden. Das war dann schon erstmal ein langfristiger Positivtrend und man muss natürlich eines sagen, den Höhepunkt hatte diese, ich nenne es jetzt auch mal Erfolgswelle, im Jahr 2021. Wir hatten zwar bis 2019 auch schon kontinuierliches gutes Wachstum, aber die ganzen Auswirkungen der Corona-Pandemie bzw. der politischen und behördlichen Bekämpfungsmaßnahmen, die haben natürlich diese Trends ein Stück weit natürlich noch beschleunigt. Dieses Thema One-Stop-Shopping, keiner hatte mehr Lust, in 5 verschiedenen Geschäften einzukaufen. Das war dann die Stärke, bei Edeka kriegst du alles und das hat uns natürlich einen starken Umsatzschub beschert, Rewe auch. Aber Edeka allen voran. Im Jahr 2020 und 2021 sind wir quasi durch die Decke gegangen, wenn man so möchte. Die Herausforderung war damals eigentlich eher eine andere. Die Herausforderung in den Zeiten war, überhaupt den ganzen Laden am Laufen zu halten.
und in der Unsicherheit, die damals auch war, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir wussten ja auch nicht, was zu tun ist. Am 4. März 2020, das habe ich mir mal aufgeschrieben, hatten wir eine Messe geplant, eine große Veranstaltung mit 4.000 Kaufleuten oder mit 4.000 Besuchern. Und dann kurz vorher kamen diese ganzen Nachrichten. Und dann mussten wir auch entscheiden, machen wir das jetzt in der Unsicherheit, haben wir sie abgesagt. Dann gab es damals gleich im März 2020 schon eine Krisensitzung, damals in der Staatskanzlei in München mit Söder und dem wesentlichen Wirtschaftsminister und Landwirtschaftsministerin, die auch für Ernährung zuständig ist. Da ging es dann darum, ist denn die Lebensmittelsicherheit noch gewährleistet, wenn jetzt alle Corona ausbricht und wenn jetzt was, also damals wusste ja keiner, was passiert. Wir mussten damals ins Blaue hinein, mussten wir Entscheidungen treffen, wir mussten Millionen Masken bestellen, wir mussten Tests bestellen und von den Stoffmasken, die wir damals bestellt haben, haben wir jetzt Millionen Abschreibungen machen, Wertberichtigungen machen müssen bei uns in der Bilanz. Also wir haben auch natürlich falsche Entscheidungen getroffen. Also es war eine riesen Herausforderung, dieses ganze Geschäft damals aufrechtzuerhalten und in dieser ganzen Unsicherheit sich immer wieder anzupassen. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort war das natürlich auch eine Riesenherausforderung. Das können Sie sich ja vorstellen, mit Mund-Nasen-Bedeckung zu kassieren, Ware zu bewegen, ist natürlich auch eine Riesenherausforderung. Aber unterm Strich war es so, dass wir sehr, sehr erfolgreiche Jahre hatten, 2020 und 2021. Sie sehen hier, wir sind von 2017 an, das mache ich immer, weil da wurde ich Vorstand, das ist dann immer mein Ankerjahr, da haben wir die letzten 4 Jahre 30% an Konzernumsatz gewonnen. Wir haben einen Marktanteil, mittlerweile 5 Prozentpunkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten bei uns im Gebiet. Das ist Kaufland hier im Gebiet, die sind in Sachsen sehr stark. Und wir konnten unser EBIT im Konzern steigern, eben von 2019 auf 20 um 61%. Also ehrlicherweise waren das natürlich schon sehr, sehr gute Jahre. Es war eine Erfolgswelle. Und da nochmal Link zu dem genossenschaftlichen Modell. Was unsere Hauptaufgabe auch als Führungskräfte, die Kaufleute als selbstständige Unternehmer wieder einzufangen und zu sagen, nächstes Jahr schaut es bei Ihnen vielleicht wieder ein bisschen anders aus, weil abgeben will ja keiner gerne was. Und wir wussten, dass das Jahr 2022 schwierig wird. Wir haben schon mit einigem gerechnet, mit Schwierigkeiten in den Lieferketten, mit Preissteigerungen im Einstandspreis, haben wir schon teilweise mit gerechnet. Wir haben mit einem Kaufkraftrückgang gerechnet, der dann wieder den Discount bevorzugt. Aber dass dann der Ukraine-Krieg beginnt, dass die Baukosten explodieren, dass die Energiekosten explodieren. Das war natürlich am Ende auch was, mit dem wir so nicht in dem Ausmaß gerechnet haben. Und deswegen kann man wirklich sagen, für uns im Lebensmittelhandel ist im Moment der perfekte Sturm. Es sind viele verschiedene Bereiche, Sie kennen es als Konsumenten vielleicht selbst. Wir haben gestörte Lieferketten, das ging irgendwann mal los, schon auch im letzten Jahr. Und jetzt kennen Sie es. Es gibt einfach leere Regale, da gibt es kein Sonnenblumenöl mehr. Und wir haben keine Möglichkeit, welches zu besorgen. Es gibt Mehl, Probleme, Mehl zu besorgen. Wir sehen einen deutlichen Anstieg in unseren Fehlartikelquoten, weil das einfach Regale leer sind. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch wieder Hamsterkäufe, wo irrationales Verhalten der Verbraucher dazu führt, dass eben auch dann doch auch wieder was im Regal leer ist. Weil Sie müssen sich eins vorstellen, das war bei Corona schon so, so eine Fabrik von Toilettenpapier zum Beispiel, die ist sehr effizient aufgebaut, die produziert das ganze Jahr ohne Saisonspitzen immer die gleiche Menge und die legen das so aus, dass sie eine hochgradige Auslastung haben. Die haben keine Chance, auf eine Saisonspitze, die es ja da nicht gibt, zu reagieren. Und die Saisonspitze war damals Covid-19, wo jeder sich dann da Toilettenpapier gehamstert hat und deswegen gab es dann Versorgungsprobleme. Und solche Themen sehen wir jetzt natürlich mit anderer Ursache, weil es gewisse, gerade landwirtschaftliche Produkte sehr stark natürlich aus der Ukraine unter anderem kamen und da haben wir im Moment sehr große Probleme, Ware zu besorgen. Das ist für uns natürlich wieder die Herausforderung. Wir müssen neue Lieferquellen suchen, wir müssen unser Sortiment teilweise anpassen und wir müssen auch mit deutlich steigenden Rohstoffpreisen zurechtkommen, die dann unsere Lieferanten wiederum auch an uns weitergeben wollen. Das führt natürlich zu dem, was Sie auch alle erleben. Die Lebensmittelpreise steigen, obwohl wir im deutschen Markt einen sehr harten Wettbewerb haben. Und ich habe es ja geschildert, wir haben ja eigentlich eine Situation, es gibt einen Preisführer, das ist Aldi, da haben wir uns alle damit angefreundet. Wenn ein Markenartikel bei Aldi ist,
zieht Lidl nach, zieht Netto nach, zieht Edeka nach, zieht Rewe nach. Sie finden eigentlich Rewe manchmal, also vielleicht Edeka mehr als Rewe. Sie finden sehr wenig Markenartikel oder auch Eigenmarken oder eigentlich keine. Die Aldi hat es nicht auf einen ähnlichen Preis im restlichen LEH gibt. Aber eben auch Aldi musste Preise erhöhen. Und Sie sehen hier eines, und das ist ein Thema, das uns natürlich im Moment massiv beschäftigt. Sie sehen hier die Preiseinstiegsbutter, 2,09 Euro. Das Foto ist ein bisschen älter, ist mittlerweile 2,19. Und Sie sehen die Markenbutter bei Stefan für 3,39. Und da können Sie sich vorstellen, was im Moment auch bei den Konsumenten passiert. Wir erleben, was uns als Vollsortiment dann wehtut, einen enormen Einbruch der Markenumsätze, weil wer leistet sich jetzt so eine Markenbutter für 3,39, außer vielleicht in der Werbung? Und wir haben einen enormen Anstieg im Preiseinstiegssortiment. Das bringt unsere ganze Kalkulation durcheinander, weil Sie können sich vorstellen, an so einer Gute- und Günstig-Butter verdienen wir halt doch ein bisschen weniger als an der Markenbutter. Das ist im Moment eine riesen Herausforderung. Unsere Margen gehen sehr, sehr stark zurück, auch wegen diesen Effekten. Gleichzeitig haben wir eigentlich keine andere Wahl, als genau da mitzuspielen, weil wir wollen unseren Marktanteil halten und Umsätze halten. Gleichzeitig steigt auch der Aktionsanteil, weil eben die Menschen wollen sparen, kaufen viel in der Werbung. Ich hatte Ihnen von den steigenden Rohstoffpreisen berichtet. Das ist auch eine große Herausforderung für uns im Moment im Wareneinkauf. Wie unterscheidest du, wenn der Lieferant zu dir kommt und sagt, er braucht 20% höheren Einstandspreis, ob das richtig ist oder ob er auf der Welle mit surfen will und als Trittbrettfahrer einfach seine Marge maximieren will? Das ist eine riesen Herausforderung, gerade gegenüber kleinen Lieferanten. Es ist schwierig, regionalen Lieferanten, da müssen wir auch Preiserhöhungen akzeptieren. Es gibt aber auch ein paar so Pappenheimer, das ist nur exemplarisch, das ist kein Vorwurf und das ist auch völlig ohne eine Wertung. Aber es gibt große Lebensmittelproduzenten, die haben auch im ersten Quartal trotz Rohstoffpreisexplosion ihr EBIT relativ stark gesteigert. Wenn Sie teilweise sich die Analystenempfehlungen angucken, die sind auch immer dann relativ stark gefragt, solche Aktien dann in solchen Phasen wie jetzt. Und das ist der Punkt. Wir als Edeka-Verbund, es sind über 1 Milliarde Euro Einstandspreissteigerungsforderungen im Moment ausgesetzt. Und das müssen Sie sich mal vorstellen, 1 Milliarde Euro. Und da kommt dann ein Lebensmittelhersteller, der sagt, normalerweise mache ich mit dir ein Jahresgespräch. Wir sprechen im Januar oder Februar, legen den Preis fest, der gilt für ein Jahr, und legen Gegenleistungen fest. Und jetzt gibt es keine Jahresgespräche mehr, im Moment gibt es Dauerverhandlungen, weil kaum haben sie einen Abschluss erzielt, rufen die 4 Wochen später wieder an und sagen, oh, auf den Märkten hat sich dieses und jenes billiger, wir brauchen nochmal 10% mehr und nochmal 20% mehr. Unsere Einkäufer sind im Moment alles andere als zu beneiden. Mein Kollege im Vorstand, der für den Einkauf verantwortlich ist, der hat im Moment quasi Dauerverhandlungen. Und das ist schon so ein Thema. Und du bist dabei auch als Händler in der Verantwortung, einen Produzenten auch zu erhalten. Du musst ja erkennen, wann kannst du jemanden vielleicht durch deine Einkaufs-, auch Volumina, in der Verhandlung an die Wand drücken, dass er dann vielleicht weniger Preiserhöhungen durchbringt. Auf der anderen Seite, wenn der wirtschaftlich in die Lage kommt, dass er irgendwann nicht mehr existieren kann, als Lieferant wegbricht, haben wir auch nichts gewonnen. Genauso diese Unterscheidung zu finden, das ist im Moment eine sehr, sehr große Herausforderung bei uns im operativen Geschäft des Einkaufs. Naja, und im Moment kämpfen wir auf der vertrieblichen Front mit der Preisexplosion, die Sie alle kennen, für die Endverbraucher. Von den Energiekosten angefangen, sehen wir natürlich im Moment eine Renaissance oder eine gewisse, das sind natürlich gewisse Katalysatoren, diese ganzen externen Wirkungen für das Discount-Geschäft. Und da kämpfen wir dagegen an. Sei es im Marketing, sei es in unserer Preispolitik, Sortimentspolitik, und da investieren wir auch Marge. Aber das Ding ist, das ist ein wichtiger Punkt, der uns im Moment auch Kopfzerbrechen betreibt. Die Inflation, die gemessen wird, oder die Inflation auf dem Einzelprodukt, die kommt bei uns im Umsatz im Moment eben nicht an. Weil Sie können sich schon vorstellen, eine Markenbutter ist jetzt 60 Cent teurer geworden, aber wenn die Kunden dann alle keine Markenbutter mehr kaufen, sondern noch gute Günstigbutter, die wiederum 60% günstiger ist, dann ist es für unseren Umsatz sogar schädlich. Und genau das sehen wir im Moment. Unsere Absätze steigen, aber unsere Umsätze stagnieren bestenfalls im Moment. Aber wird sich im zweiten Halbjahr ändern. Ein weiteres Thema, was uns auch als Unternehmen beschäftigt, sind natürlich die Kosten, die wir auch als Unternehmen im Moment haben. Uns trifft es natürlich genauso, Energiekosten. Sie müssen sich vorstellen, wir haben einen großen Fuhrpark. Die Ware muss ja auch irgendwie an die Märkte, muss an die Kunden.
Das ist ein Riesenblock im Moment und ein Thema, was uns im Speziellen in der Edeka Nordbayern Sachsen-Thüringen beschäftigt, sind hier die Baupreise. Das ist nur exemplarisch, aber hier sehen Sie mal den Baupreisindex für Nichtwohngebäude. Hier alles hier so im normalen Bereich und schon vor dem Ukraine-Krieg sind die Baukosten explodiert. Muss ich Ihnen nichts sagen, hat maßgeblich mit Zinsen zu tun. Und hier sehen Sie innerhalb von einem Monat auf dem anderen den Stahlpreis Februar 2022, April 2022 plus 55%. Und wenn ich vorhin von einem Investitionspaket für unsere Logistikneubauten sprach, von 900 Millionen Euro, gehört zur Wahrheit, dass vor acht Wochen, das noch 800 Millionen Euro waren. Das ist das, mit dem wir im Moment kämpfen müssen. Wir haben jetzt, ich hatte Ihnen vorher dieses Logistikzentrum gezeigt, nur ein ganz plakatives Beispiel. Wir haben da die Vergabe gemacht im Hochbau und im Dach. Und eigentlich hatten wir Angebote von verschiedenen großen Baufirmen für 60 Millionen Euro, die das bauen wollten. Und die haben dann kurz nach Kriegsausbruch in der Ukraine alle ihre Angebote zurückgezogen. Die Angebote waren von Mitte Februar, Mitte März, am 10. März haben sie alle die Angebote zurückgezogen und dann waren die Angebote 20% oder 12 Millionen Euro teurer. Das sind kleine Beispiele, mit denen wir im Moment natürlich auch zurechtkommen müssen. Und auch da geht es dann halt darum, ins Detail zu gehen und dann Gegenmaßnahmen zu finden. So, der letzte Aspekt, der zum perfekten Sturm noch dazugehört, ist, dass es ja auch noch so ein bisschen Corona-Effekte gibt. Die Fallzahlen sind ja immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Auch Krankheitsquoten sind dann natürlich auf einem hohen Niveau. Und das sehen Sie sowohl im Handel als auch der Industrie, haben Sie teilweise Besetzungsprobleme. Also ein Teil der Lücken, die in den Regalen sind, hängen auch mit sowas zusammen. Wir blenden das ja alle mittlerweile aus oder teilweise aus, aber dieses Thema haben wir auch noch. Also dieses ganze Gemisch, was wir da haben, ist eigentlich schon relativ toxisch. Und deswegen haben wir als Verantwortliche im LEH im Moment ganz schön was zu tun. Ja, und wir sehen auch die Auswirkungen dessen. Ich habe jetzt mal keine Zahlen hingeschrieben, aber es ist auf jeden Fall bitter, das können Sie mir glauben. Wir sehen im ersten Tertial einen deutlichen Umsatzrückgang zum Vorjahr. Wir sehen einen deutlichen Margenrückgang zum Vorjahr. Haben gleichzeitig natürlich deutlich steigende Personal- und Sachkosten, wegen Energie zum Beispiel. Und in der Folge, das muss ich Ihnen nichts erzählen, können Sie selber ausrechnen, natürlich einen deutlichen Einbruch im EBIT. Also die plus 20%, die da vorhin bei Coca-Cola standen, da können Sie bei uns das Vorzeichen vielleicht tauschen bei der EBIT-Entwicklung zum Vorjahr. Und das tut natürlich weh. Und das ist das, was uns als Verantwortliche in einem Handelsunternehmen natürlich im Moment beschäftigt. Und das trifft die ganze Branche, den ganzen Lebensmitteleinzelhandel. Betrifft eben nicht nur die Verbraucher, die steigenden Preise, sondern das Ganze trifft uns auch. Da ist jetzt halt die Frage, was tun wir, wie haben wir reagiert? Ganz wichtig für uns war, was ich vorhin gezeigt hatte, und es war sehr viel wert, dass wir diese Mission 2032 hatten, dieses Bündel an strategischen Maßnahmen, dass das geschnürt war, weil das hatten wir dann immer als Anker, weil wenn wir jetzt hier über das Jahr 2022 retten sprechen, dann heißt es ja, wir müssen Dinge tun, um Umsatz anzukurbeln, also geht die Spanne runter. Wir müssen Dinge tun, bei den Kosten dagegen zu wirken, also müssen wir Dinge kürzen und streichen, um den Einbruch im EBIT irgendwie beherrschbar zu halten. Und das Entscheidende ist halt, dass wir, wenn man so kurzfristig agieren muss, nicht an der falschen Stelle sparen. Und das ist auch der Punkt hier, der für uns sehr wichtig war, und da stehen wir alle dafür, sowohl die Vorstände als auch unsere Aufsichtsgremien, dass wir trotz eines Ergebnissicherungsprogramms, was ja immer Kostenkürzungen bedeutet, eben nicht gekürzt haben bei den Budgets für die strategischen Projekte. Das war entscheidend. Auf der anderen Seite ist dann halt die Frage, wie kriegt man dann trotzdem die Kohle zusammen? Da war es dann so, dass, und das ist eben auch ein Thema, als Vorstand in einem Handelsunternehmen musst du ins Detail gehen, da musst du nah an der Operative sein. Wir sind natürlich mit all unseren Führungskräften und Prokuristen ins Detail gegangen, haben hier nochmal Budgets ein bisschen was abgeschnitten, da nochmal Themen zurückgeschnitten, aber das gehört dann eben in so einer Phase auch dazu, dass man sich dann auch über sogenannte Giftlisten, so nennen wir das dann immer, wir sagen immer, mach mal eine Giftliste, wir gucken, welche Dinge wollen wir wirklich aushalten und welche nicht. Und das mussten wir tun, das haben wir frühzeitig schon gemacht, erfreulicherweise haben wir damit schon im November angefangen, vorausschauend, deswegen haben wir im Moment in der Kostenstruktur eigentlich einen ganz guten Lauf. Was auch wichtig war, und das ist wieder so ein bisschen ein Link zu dem Thema Genossenschaft, wir haben natürlich unsere Jahresziele anpassen müssen und wir müssen jetzt unseren Genossenschaftsmitgliedern auch in den Kopf bringen, wir müssen Marktanteil, Umsatz halten und Umsatzwachstum priorisieren vor kurzfristigem Ergebnis.
Und das ist genau das Thema, was ich vorhin meinte. Wir müssen in Werbepreisen aggressiv sein, wir müssen im Sortiment und Preispolitik aggressiv sein, weil am Ende, wenn wir jetzt die kurzfristige Spanne über das Thema Wachstum stellen, dann werden wir hinten raus in Probleme bekommen, weil Lebensmittel-Einzelhandelsunternehmen, die nicht wachsen, werden scheitern. Das haben sie bei Real gesehen, das haben sie bei Kaisers Tengelmann gesehen und in so eine Falle darf man natürlich nicht reinlaufen. Und was eines der entscheidenden Themen ist in so einer Organisation wie Edeka mit diesen vielen dezentralen Entscheidern, wir müssen und mussten sehr früh und sehr transparent offensiv kommunizieren zur Lage. Wir hatten schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres im November erkannt, dass wir in der Spannensituation, in der Umsatzsituation in Schwierigkeiten reinlaufen. Und da haben wir schon sehr offensiv mit unseren Kaufleuten gesprochen, bei Veranstaltungen, bei digitalen Formaten, um vorzubereiten, um auch schon auf Kostensenkungen vorzubereiten, um alle mitzunehmen. Und das ist eben so ein Unternehmen wie Edeka insbesondere wichtig. Und das hatte ich Ihnen, glaube ich, schon erzählt. Ich wiederhole es nochmal, auch wenn ich es wichtig finde. Ich bin heilfroh, dass wir unseren Masterplan hatten, dass wir den schon 2020/21 verabschiedet haben, weil der genau jetzt unser Kompass ist, wie wir unsere kurzfristigen Ziele angepasst haben, weil der genau jetzt auch der Maßstab ist für die kurzfristigen Maßnahmen und auch so ein bisschen die eine kommunikative Klammer, weil den Kaufleuten können wir dann immer erzählen, Leute, denkt auch hier an die 120 Jahre, auch wenn wir jetzt kämpfen müssen ums Ergebnis jetzt, im Hier und Jetzt, wollen wir auch, dass die Genossenschaft noch 2032 zum 120-jährigen Jubiläum auch noch leistungsfähig ist. Und weil mir der Spruch besonders gut gefällt, die Genossenschaft im Herzen, die Zukunft im Blick, schließe ich damit jetzt auch und freue mich auf Ihre Impulse. Jetzt habe ich Sie Druck betankt. Jetzt fragen Sie, erzählen Sie ein bisschen was und dann freue ich mich auf Sie. Vielen Dank. Jetzt habe ich schon zu viel erzählt. Ich fange mal an, weil ich gerade schon mal wir hatten ja vorhin schon, wir haben sich da auch Klinik eingegangen. Ja. Jetzt habe ich auch schon öfter gesagt, ich habe 120 Millionen in 10 Jahren, aber es ist ja auch noch so Leistungsgebiet abstimmen. Glauben Sie denn nicht, dass in den nächsten 10, 15 Jahren, also die tiefen Geschichte, das von Grünverhalten, dass wir ganz andere Konsumenten sehen werden, die zumindest mal das, was sie täglich brauchen, was die Standardprodukte sind, meist Studierende gehen sehr spontan häufig einkaufen, auf dem Weg von der Uni und überlegen das, aber jetzt, wenn man Familie hat, ändert sich das. Ja, und ich habe gemerkt, das ist ziemlich praktisch, wenn einem jemand das Gemüse und die Milch und die Standardprodukte nach Hause bringt und das einfach mal irgendwie steht und da ist. Und da gibt es ja auch viele Analysen, dass sich das Verhalten sehr, sehr stark ändern möchte. Und da meine Frage, wie sind Sie denn da mit dem dezentralen Konzept im Blickweg und diesen Spannungsverhältnissen, die wir brauchen, das ist ja vor ein paar Tagen, ich verstehe das, wenn ich jetzt der Edeka-Biberin wäre, wäre ich auch nicht beglückt, wenn wir jetzt der Picknick, ja, also mein ganzes Chefwerk kannibalisiert. Ja, also, und meine guten Sachen, da glaube ich, wenn wir zu Hause sitzen. Wie sehen Sie das? Werden Sie das hinbekommen? Glauben Sie überhaupt an diese Veränderung zum Zufall? Wie andere das tun? Sehen Sie das ganz anders? Und wenn Sie denken, wir haben den Masterplan aufgestellt, dass das wirklich passiert, wie gehen Sie damit um, auch mit den Kaufleuten, mit dem Blick und wie kriegen Sie das hin? Gut, das waren jetzt viele Fragen auf einmal, ich versuche die zu sortieren. Dann hoffe ich, dass ich ebenso leidenschaftliche Antwort geben kann. Ja, nee, also ich hatte ja eines versucht, vorhin auch klarzumachen, dass natürlich die Regionen in Deutschland und die Konsumenten in Deutschland sehr unterschiedlich sind. Und Sie werden Regionen finden in Deutschland mit einer sehr geringen Bevölkerungsdichte, da werden Sie so ein E-Food-Format nicht profitabel bekommen. Also ich bin überzeugt davon, dass zum Beispiel auch und vor allem Picknick einen relevanten Marktanteil gewinnen wird. Wir müssen uns schon damit anfreunden, dass wir als Vollsortimenter mit einem weiteren Player rechnen müssen, neben dem Discount-Format. Und ich glaube auch, dass die Marktanteile zweistellig werden. Ich glaube nicht, dass sie
80% betragen werden. Ich glaube nicht, dass der deutsche Lebensmittelhandel eine völlige Revolution erleben wird. Sie können in 10 Jahren sagen, ich war ein Dinosaurier, ich habe es nicht gesehen. Könnte sein. Ich glaube es aber nicht. Das liegt ein bisschen an den Strukturen, die Sie brauchen, um so einen E-Food-Anbieter profitabel zu bekommen. Am Ende des Tages muss der irgendwann profitabel sein, weil irgendwann ist auch die Kohle für die von den Investoren alle. Sehen Sie ja bei Gorillas. Insofern gibt es wahrscheinlich circa, ich denke mal 50%, wenn man jetzt mal Deutschland, der Fläche von Deutschland, der Bevölkerung von Deutschland, die Sie mit solchen Formaten profitabel erreichen können. Also insofern gibt es auch genug Platz für Edeka. Und wir sind auch jetzt zum Beispiel hier in Sachsen und was weiß ich was, da werden Sie in der Oberlausitz so einen Anbieter nicht profitabel bekommen. Und wir müssen am Ende damit klarkommen. Wir werden uns mit unseren Kaufleuten natürlich Dinge tun, die auch Teile dieses Kundenbedürfnisses befriedigen, also Click and Collect noch stärker machen. Wir haben auch so Projekte, wo wir den Einkauf noch ein bisschen interessanter machen mit smarten Einkaufswagen und solche Dinge. Aber wir werden natürlich damit leben müssen, dass X% des Marktanteils im deutschen LEH an solche Anbieter gehen. Aber da ist es dann so, als Edeka-Verbund, da hat man besser jemanden, der profitabel ist, der dann auch vielleicht als Beteiligung zentral geführt ist, dann auch wieder ein Ergebnis Strom rückwärts bringt über das Beteiligungsergebnis und dann müssen wir uns halt mit auseinandersetzen. Und wir beliefern ja am Anfang auch Picknick mit Ware, so ist es ja nicht. Also, ja. Also mein Trost ist sozusagen, dass ein Teil meiner Ausfälle dann kompensiert werden durch die Ausschüttung. Ist so, ja. Oder andersrum, ein Edeka-Kaufmann würde sagen, er zieht daraus so viel Motivation, dass er so viel besser ist wie die anderen Wettbewerber vor Ort, dass am Ende der Rewe nebenan dann das Problem hat oder der Aldi nebenan. Das ist das mit. So tickt Edeka. Und es ist tatsächlich auch so, in NRW ist ja Picknick schon aktiv und da ist es tatsächlich so, dass die Umsatzentwicklung der Kaufleute, die auch im Liefergebiet von Picknick liegen, eigentlich quasi gar nicht kannibalisiert wurde. Die hatten weiterhin den gleichen Trend wie die anderen. Und deswegen unsere These, dass es vielleicht auch eher so pragmatische Kunden sind, die jetzt auch teilweise zum Discount gehen, die davon angezogen werden. Also das Einkaufserlebnis und so das ganz tolle Haute Ecote, das kriegen sie einfach Picknick nicht. Ne? Aber wir brauchen da Kampfgeist, das ist so. Da entsteht ein neuer Wettbewerb, das ist definitiv so. Ich habe da schon eine Frage. Ja. Ich würde da gerne anknüpfen, und zwar besonders an den Kunden, die ganz spontan einkaufen gehen, vor allem mit Handy und am besten alles Bargeld, wo es gefragt wird. Es gibt ja zum Beispiel Fulda von Tegut, diese Tegut-Theos, wo man einfach nur reinlaufen kann, nimmt sich, was man braucht, und dann wird es abgerechnet. Das ist relativ bequem. Vor allem in Bayern ist es halt ab 8 Uhr, wenn die Bürgersteigerung gemacht nicht mehr. Das ist manchmal schwierig. Bei Picknick wartet man dann 2-3 Tage. Ja. Ja, auf das, was man auch bestellt hat. Wie gehen Sie denn mit solchen Grenzen? Das ist ein Thema, das musste ich persönlich auch ein bisschen lernen. Man liest ja oft verschiedene Sachen, auch in Fachmedien, auch wie das mit den Theos, und dann gibt es immer tolle Pressemitteilungen und dann gibt es ganz viele neue Konzepte oder über Gorillas hat man so viel gelesen, was weiß ich was. Aber wenn man dann einsteigt und dann auch mal schaut, was muss man denn tun, um profitabel zu werden, da ist manches schwierig, also Beispiel Gorillas jetzt. Hier diese kassiererlosen Läden haben wir ja durchaus auch im Edeka-Verbund, das ist dann wieder der Vorteil von der Dezentralität, wir haben sowas bei Netto Marken-Discount in München am Laufen und testen das, wir haben sowas bei der Edeka Südwest. Es ist aber noch nicht so, sage ich jetzt mal, dass, also wir sammeln Erfahrung, wir haben auch die Technologie, dass aber die Erfolge so groß sind, dass sie uns dazu bewogen hätten, das in unserem Masterplan höher zu priorisieren. Also das ist auch mit drinnen, aber die Erfahrungen sammeln im Moment andere im Edeka-Verbund. Und ja, wenn ich Ihnen den Umsatz sage, den Netto-Marken-Discount mit diesem kassenlosen oder mitarbeiterlosen Markt da in München macht, das ist, da können Sie mit dem Bleistift ausrechnen, dass das nie profitabel werden wird. Aber man muss trotzdem so Dinge ausprobieren, um eine Technologie zu haben. Da müssen Sie sich eins vorstellen, das Ding da von Netto, da ist die Investition in diese Technologie, mit diesen Kameras und wie das alles so macht, ist quasi nochmal genauso hoch wie die Investition, die Sie normalerweise haben, um so einen Discountmarkt zu betreiben, also für Regale, Kühlregale und was weiß ich was. Und da haben Sie natürlich im jetzigen Stadium, ist es jetzt noch nicht so, dass das jetzt rolloutfähig wäre und versprechen würde, dass es jetzt unser Betriebsergebnis maximiert. Ja, wobei ich
Scheitern an manchen Stellen, aber in 10, 15 Jahren ist es vielleicht ein wesentlicher Bestandteil. Ja. Die Investitionskosten erstmal höher sind geschmerzt. Man sieht ja auch, dass es immer scheitert, wie der Unverpacktladen im Lohnsdruck hat, ja. Total Probleme gerade. Aber vielleicht wird es ja in 15 Jahren trotzdem. Also hatten Sie solche Geschäftsmodelle auch im Lauf? Also das ist ja auch irgendwo ein Werbefaktor. Mhm. Oder sagen Sie jetzt nach 2-3 Jahren, wenn sich das nicht lohnt, dann machen wir wieder zu? Ja. Also ich sage mal, durch unsere Struktur sind wir natürlich schon relativ stark ergebnisgetrimmt. Das ist schon so. Das heißt, Spielerei leisten wir uns nicht ewig, aber der Vorteil ist halt, eben durch die dezentrale Struktur gibt es halt manchmal jemanden bei der Edeka Südwest, der ist überzeugt, der will das jetzt unbedingt testen und laufen lassen. Also diese Dinge werden schon weiter laufen. Und das Potenzial, von dem Sie sprechen, das sehe ich schon auch, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt hier in Würzburg, vielleicht auch, aber nicht zwingend, sondern wenn ich mir jetzt unser Absatzgebiet anschaue, haben Sie Weidegebiete in Thüringen oder so in Sachsen, da wird es irgendwann schwierig, einen Markt zu betreiben von 8 bis 20 Uhr mit x Mitarbeitern, wenn die Bevölkerungsentwicklung bei -15% ist oder so über die Jahre. Ne? Da wird es dann irgendwann schwierig in diesem dünnbesiedelten ländlichen Raum. Da sind solche Ansätze dann schon nicht uninteressant. Da machen wir auch übrigens was. Nächstes Jahr, das ist mit dem Kaufmann Zinnel, das ist im sächsischen Vogtland, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder im Erzgebirge, da gibt es dann auch so einen Laden, der ist dann personalfrei sozusagen, da testen wir das auch, aber wir tatsächlich nicht hier, sondern eher quasi im etwas dünner besiedelten Erzgebirge in Sachsen. Da glaube ich persönlich sogar daran, dass das Ding funktionieren kann. Wir haben ja schon festgestellt, dass sich das Konsumverhalten ändert, dass eher wieder günstigere Produkte im Eigenmarkt bekommen. Da gibt es jetzt eher teurere Produkte. Wird es jetzt fortgesetzt, dieses Konzept? Also wird es die Märkte jetzt noch mehr geben oder wird es eher an einer Stelle Ja, das Ding ist, das geht so ein bisschen in diese Richtung mit Thüringen und so, um so einen Lebensmittelmarkt betreiben zu können, weil sie haben ja eine gewisse Grundbesetzung, sie erwarten ja auch als Kundin, dass eine Kasse besetzt ist und dass Waren verräumt werden, da brauchen sie eine gewisse Anzahl Mitarbeitende und da brauchen sie auch einen gewissen Mindestumsatz, den auch so ein Fachmarktkonzept machen muss. Deswegen haben wir es bewusst probiert. Wir haben jetzt festgestellt, dass die Naturkind-Shop in Shop-Welten, das haben wir auch, also keine Standalone-Fachmärkte, sondern Shop-in-Shop in großen E-Center-Märkten, dass die deutlich besser funktionieren, weil sie da natürlich Mitarbeiter auch wechseln können vom Edeka-Markt oder E-Center-Markt in diesen Naturkind-Shop-in-Shop. Und da, das rollen wir jetzt stärker aus, die Standalone-Fachmärkte, da sind wir im Moment ein bisschen auf der Bremse. Aber Sie haben recht bei einem Thema, das Thema Bio, auch der Bio-Absatz wächst im Moment immer noch sehr stark, im Faktor von 2 bis 3 über den konventionellen Produkten. Aber wir sehen auch jetzt schon beim Biokonsum, dass das weggeht von diesen Bio-Fachmarken, die teurer sind. Und was im Moment noch stark wächst, sind nicht die Bio-Fachhandelsmarken, sondern Bio-Eigenmarken. Ne? Edeka Bio, auch Alnatura, was ja auch so eine günstige Preispositionierung hat, das wächst im Moment immer noch sehr stark. Was auch wieder gegen dieses Fachmarktkonzept zum jetzigen Zeitpunkt als Standalone-Markt spricht. Das ist auch so das Ding bei diesen Unverpackt-Läden, wenn man da vorhin hat. Ne? Das kann dann funktionieren, wenn du den Inhaber hast, der alleine dann die ganze Ladenöffnungszeit abdeckt, sich dann in Anführungszeichen selbst ausbeutet, dann kann sowas noch funktionieren bei dem Umsatz. Aber wenn sie dann am Ende eine externe Mitarbeiter bezahlen müssen, dann wird es echt schwierig, bei einem gewissen Umsatzniveau Lebensmittel Einzelhandelsläden zu betreiben. Ne? Außer sie haben Preise, die jenseits von Gut und Böse sind und das wird in Deutschland nicht akzeptiert vom Verbrauch. Ich habe vielleicht eine provokante Frage, und zwar, das ist gut. Was findet ihr denn vielleicht aus von Haltungsbaureiz oder aus den Edekern? Ist schon weg. Aber für die Wahlen, für die Kunstgruppen zum Beispiel, ja. Da war es noch da. Na, dann ist das ein Problem des dezentralen Systems. Also wir haben bei uns in der Großhandelslistung, das kommt jetzt darauf an, was es war. Also wir haben am Ende eines gemacht. Wir haben Haltungsform 1 komplett rausgenommen bei uns aus dem Fleischwerk, aus dem Großhandelsordersatz. Sie haben es noch ganz vereinzelt bei gewissen internationalen Spezialitäten.
Weil wenn Sie jetzt manches Schweinefleisch aus Spanien hernehmen, das gibt es halt nur in Haltungsstufe 1, die kennen die deutschen ITW-Stufen nicht. Aber vom Grundsatz her haben wir alles auf Haltungsstufe 2 umgestellt, machen jetzt auch teilweise 3 und beliefern unsere Kaufleute, außer bei internationalen Spezialitäten, eigentlich, deswegen müssen Sie sogar sagen, was es war, das wäre ganz spannend, nicht mehr mit Haltungsstufe 1. Naja, aber gehen Sie mal nach Spanien und sagen, Sie wollen Serrano schicken mit Haltungsstufe 1, da guckt Sie ganz groß an. Das ist halt. Oder nach Argentinien wegen irgendwie Rindfleisch. Aber das ist aber auch so ein Thema im Moment, ne? Mit diesem Thema Konsum. Wenn Sie Befragungen, da hat man auch eine Studie, die DKW gemacht, über den Wunsch der Verbraucher nach Haltungsstufen im Fleisch, und da war jeder wollte nur Biofleisch und was weiß ich was. Und wenn Sie dann aber sehen, was in der Realität, wir bieten Biofleisch an zum Beispiel, was da absetzen, im maßgeblich im günstigeren Bereich, jetzt halt in Stufe 2 läuft, das ist einfach das Kaufverhalten ist bei vielen dann doch deutlich anders, ein Stück weit als das, was vielleicht als erwünschtes Verhalten in Interviews bekannt gegeben wird. Aber wir sehen schon einen Trend, auch Biofleisch wächst, auch halt in Stufe 2 und 3. Also ich bin auch überzeugt, wir werden da jetzt eine Transformation in der Landwirtschaft erleben, wie sie Deutschland noch nie gesehen hat. Deswegen sind ja auch die landwirtschaftlichen Verbände im Moment ja auch ständig auf Krawall gebürstet, weil das geht natürlich, da geht es ums Ganze für die. So eine Investition zur Stelle umzustellen von Haltungsstufe 1 auf 2 geht noch, das ist relativ wenig. Da müssen Sie ein bisschen weniger Besatz reinmachen an Tieren, dann müssen Sie für Luft sorgen und noch Spielzeug und solche Dinge. Aber dann der Sprung zu Bio und zu Außenklima und sowas, da müssen Sie richtig investieren. Da müssen Sie Bauantrag stellen, 100.000 investieren. Und deswegen gibt es da auch so sehr kontroverse Diskussionen auch mal zwischen den landwirtschaftlichen Verbänden und der Politik und auch ein bisschen im Handel. Das ist ein Riesenthema und am Ende wird es so sein, da wage ich wirklich eine Prognose, jetzt noch vielleicht anders als beim Online-Segment, wir werden alle deutlich weniger Fleisch- und Wurstwaren essen im Jahr 2030 oder der Absatz deutlich runtergehen, aber auch die Preise für Fleisch- und Wurstwaren werden deutlich über den liegen, was wir jetzt haben. Das ist definitiv. Ich habe noch eine Frage stellen, die ist breit. zum einen haben wir natürlich immer das Spannungsverhältnis zwischen kurzfristigem Ergebnis und die Gesellschaft verändern, würde ich jetzt mal so sagen. Wir sehen es nicht als unseren Auftrag, die Gesellschaft zu verändern, aber wir sehen es natürlich als unseren Auftrag, alles das anzubieten, dass die Verbraucher frei wählen können. Das war das im Markenausbau mit dem besseren Gewissen. Das ist schon unser Anspruch nach innen, dass wir alle Sortimente anbieten und auch aktiv bewerben und forcieren, die Kundinnen und Kunden für einen verantwortungsvollen Einkauf brauchen. Und was Edeka besonders macht, das weiß eigentlich fast keiner. Wir haben schon seit über 10 Jahren eine sehr intensive Partnerschaft mit dem WWF. Hört sich jetzt erstmal nach, wir kaufen unser Logo. Ist nicht so. Wir haben da einen so dicken Vertrag mit dem WWF, da werden Ziele vereinbart und der WWF, der gibt sich da auch nicht einfach her, also, ne, sondern da gibt es dann wirklich ganz konkrete Projekte mit dem WWF, zum Beispiel, wie kann man Verpackungen optimieren, dass weniger Plastik entsteht. Dann gibt es Projekte mit denen, wie kann man Wasser sparen in Spanien für unseren Fruchtkontor. Wir haben ja auch ein Fruchtkontor in Spanien, die Zitrusfrüchte und sowas besorgen und da gibt es wirklich... Da machen wir was völlig anders als andere Händler in Partnerschaft mit den Landwirten dort, um Wasser zu sparen. Und da gibt es eben ganz viele konkrete Projekte und ganz konkrete Ziele, mit denen wir uns auch gegenüber dem WWF committed haben. Und die orientieren sich im Wesentlichen halt an diesen ESG-Zielen. Und das sind immer harte Gespräche. Wir haben da in der Edeka-Zentrale einen eigenen Bereich dafür, die dann führen, weil die kommen dann zu unseren Einkäufern und sagen, hey, du musst jetzt was anderes machen. Wir haben das mit dem WWF ein anderes Ziel uns gesetzt. Und das sind wir, glaube ich, ganz gut, uns im Praktischen zu verändern, ohne jetzt große Ankündigungen zu machen. Ich persönlich fand zum Beispiel die Nummer von Aldi, zu sagen, ja, bis 2030 haben wir nur noch Haltungsstufe 3 und 4. Das finde ich erstens sehr weit weg, das Ziel. Zweitens gab es einen Sternchentext. Und nur mit Pressemitteilung was zu machen, ohne mit den Landwirten vorher zu sprechen und wirkliche Konzepte zu haben, das ist dann wieder nur, ich sag mal, Greenwashing. Aber wir versuchen das halt im operativen Geschäft, am Einzelprodukt da uns zu verbessern. Sei es bei Verpackung, sei es, wo kommen die Produkte her, etc. Und da ist der WWF ein unbequemer Partner, muss man sagen. Aber wir verlängern den Vertrag jetzt trotzdem.
denn, wenn man zum Beispiel ethisch gesehen Vorstellungen auch zum Beispiel von den verschiedenen Haltungsstufen hat? Also wenn Sie jetzt persönlich nur zur Haltungsstufe 4, sage ich, zum Beispiel greifen würden, dann muss man ja da irgendwo, sage ich mal, zurückstecken, indem man sagt, okay, ich biete das jetzt trotzdem und auch wenn ich das moralisch halt bewerblich finde. Ist es manchmal schwierig, da irgendwie so eine Balance auch in seinem Kopf zu finden und zu sagen, ja, ich biete das an und ich weiß, dass es eigentlich schlecht ist, auch für die Umwelt und so weiter. Aber man muss ja den Konsumenten auch zufriedenstellen. Nee, so kompliziert war die Frage jetzt gar nicht von mir. Also vom Grundsatz her, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch, wenn wir das, was wir als unsere Kern unserer Marke verstehen, dass wir mit diesem besseres Gewissen sozusagen, dass wir halt die Dinge tun, die notwendig sind und die Angebote machen. Und wenn wir machen jetzt zum Beispiel eines, wir machen jetzt auch verstärkt Partnerschaften mit Erzeugergemeinschaften und auch mit einzelnen Landwirten, um eben zu sagen, investiere in deinen Stall, um den auszubauen von Stufe 2 auf Stufe 3. Dann im Gegenzug tun wir Dinge, die Edeka eigentlich nie tut, langfristige Bindungen eingehen und Preise garantieren, egal was der Verkaufspreis ist. Also da tun wir Dinge, die eigentlich entgegen dem sind, was wir normalerweise tun, wenn wir mit Lieferanten sprechen. Und ich glaube, wenn man das Richtige tut und auch das Angebot für die eigenen Kundinnen und Kunden schafft und trotzdem dann auch vielleicht manchmal ein bisschen auf Marge verzichtet, um solche Verpflichtungen einzugehen, dann kann ich damit jetzt erstmal in der Überzeugung leben und habe jetzt eigentlich so ein trage jetzt eigentlich kein Spannungsverhältnis in mir, wo ich jetzt sage, da kann ich jetzt gar nicht mit umgehen. Also was sicherlich schwierig wäre, wenn ich jetzt überzeugt wäre, wir müssen eigentlich einem Trend begegnen, das muss ja jetzt nicht zwingend sowas im Sinne Verantwortung sein, das kann auch was anderes sein. Und die ganze Organisation würde nicht mitziehen, unsere Aufsichtsgremien würden nicht mitziehen, die ganzen Genossenschaftsmitglieder nicht. Dann würde ich es wahrscheinlich noch dreimal probieren, aber dann wäre ich nicht besonders glücklich. Aber Gott sei Dank ist mir das bislang erspart geblieben. Also sorry für die Zeit heute, aber jetzt Biergarten hat es sowieso schon zu. Es gibt ja wirklich, dass es um jetzt aktuelle Werbekampagnen oder Videos geht, die immer vorbereitet sind als diese Weihnachtsvideos, wo eben auch zum Beispiel so direkte, vielleicht sogar private Werbeziele einziehen. Also man könnte ja teilweise diese Werbevideos, Werbekampagnen über Weihnachten Gut, also da kann ich sogar auch direkt was zu sagen, weil ich habe ja von diesen verschiedenen Gremien gesprochen, mit diesem obersten Vertriebsgremium, was wir haben, das ist eine Handvoll Leute, haben wir genau diese Themen auch besprochen. Wir versuchen über unsere Social-Media-Aktivitäten eigentlich immer auch ein Stück weit Nähe zu erzeugen. Und das war da natürlich wirklich ein Volltreffer. Das ist uns da sehr gut gelungen, manchmal mittelgut, da sehr gut. Und wir spielen das aber auf zwei Ebenen. Wir haben Social Media, was wir national spielen, zum Beispiel dann solche relativ aufwendig produzierten Spots, die wir hoffen, dass sie viral gehen. Aber wir haben natürlich auch sehr starke Social Media Aktivitäten von unseren selbstständigen Kaufleuten, die dann eben als Edeka Kaufmann, Mustermann auftreten, dann ihre Seiten bespielen und die dann auch coole Sachen machen, wo dann die Azubi-Sachen posten, wo sie sagen, ey, ich habe den neuesten Eistee und das ist so super. Und das ist eben aber auch wieder dieses Thema Nähe. Und in unserer Struktur machen wir jetzt eines, wir jetzt als Edeka Nordbayern Sachsen-Thüringen, als Großhandel oder als Zwischenstufe, wir machen nichts in Social Media oder kaum was, nur so ein bisschen arbeitgebermäßig, weil wir sagen, wir können dieses Thema Nähe gar nicht so kompetent rüberbringen. Das macht am besten dann der Kaufmann oder eben dann diese zentralen Spots. Und wir haben für uns ein Credo gemacht, das haben wir letztes Jahr auch schon, wir wollen solche Spots, die wir hoffen, dass sie viral gehen, nicht machen aus Gewohnheit. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel gesagt, wir machen zu Weihnachten gar nichts. Dann hat man noch eine Idee mit diesem Regentropfen, mit diesem Thema Klimaerwärmung. Aber wir haben gesagt, wenn wir es machen, dann wollen wir überzeugt sein, dass es gut ist, oder wir machen es gar nicht.